Links Mitte ist das neue, rechts oben. So politisch gesehen. Ja, das leider, Sinn. Leider nicht. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Hier sitzen zusammen mal wieder der Jürgen, der Dominik und der Philipp. Und mal wieder geht's um. Ich glaube, das ist TM. Oh, das können wir nicht verwenden. Ich piepst es nachher. Das können wir nicht verwenden. Das Mist. Das geht leider nicht. Es aber geht mal wieder um Anekdoten von Anno dazumal. Ja, das ist besser, das geht. Kurioses aus der Kunst. Kurios aus der Kunst, nee, Kunst, was denn nicht? Vogel, Kurios ist aus wildes, der Geschichte. Vogelwildes aus der Vergangenheit. Oh, auch schön. Verrücktes aus der Vergangenheit. Wenn auch ihr eine tolle Alliteration habt, schickt sie uns. Moment, wir müssen, glaube ich, nochmal ans Konzeptbrett. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Auch in der Kategorie gut gemeint, aber suboptimal, möchte ich knallhart überleiten. Wir haben zwei Reviews gekriegt auf iTunes, was wir natürlich highly encouragen zu tun. Mit der einzigen, stell mal die Anglizismen ab, das geht gar nicht. Es tut mir leid, ich bin nicht, aber das ist ein echtes No-Go. Ja. Das ist ein volles No-Go. Du meinst, ich sollte bei Default eher so German speaken? Das würde ich sehr appreciate. Oh Gott. Tatsächlich hat jemand geschrieben und eigentlich müsste ich mal anders vorlesen. I-LP hat geschrieben, Dominik, du heißen Feger. Ausrufezeichen. Dominik, du heißen Feger. Eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes. Mhm. Letztendlich könnt ihr uns beschimpfen, wie ihr wollt. Hauptsache ihr hinterlasst 5 Sterne. Das wollte ich gerade sagen. Ey, dahinter frage ich mal überhaupt nichts. Da könnt ihr sogar Kommafehler machen, meinetwegen. Ja, ist mir vollkommen egal. Also danke, dass du mich einen heißen Feger genannt hast. Oder einen Bindestrich statt einem Gedankenstrich. Naja, es gibt Grenzen, Philipp. Es gibt Grenzen. Ey, sorry, aber irgendwo ist auch gut. Und die zweite Rezension, die könnte auch von mir stammen, die hat nämlich die schöne Überschrift Famos, Ausrufezeichen, was ein Wort ist, was ich überstrapaziere. Lajos85 from Austria, und das ist auch Englisch, Jürgen. Es steht nämlich für Österreich, nicht verwirren lassen, nicht Australien. Ah, ja, das führt immer wieder zu Verwirrung. Schrieb, hier betätigen sich drei durchgeknallte Franken, was ich ein bisschen grenzwertig finde, die einen mit einem derart witzigen Podcast quälen, dass einen die Mitbürger für verrückt halten, ob der niemals endenden Lachkrämpfe, die man beim Zuhören erleiden muss. Also ziemlich viele negative Wörter hier drin. Ja. Also Achtung, ein Muskelkater in der Zwerchfellgegend ist vorprogrammiert. Und was findest du da jetzt zweifelhaft oder grenzwertig? Naja, wir sind also doch eindeutig aus Franken, durch, von daher ist das kein Problem. Durchgeknallt, quälen, für verrückt halten, Krämpfe, leiden, Muskelkater. Kurze Frage, soll ich dich an deine letzte Sendung erinnern? Meine letzte Sendung? Ja, also die letzte Ach-Folge. Wie es dir da erging. Das klingt so, als wenn ich einen Botschafter von Sealand irgendwo in den Sand hätte. Also ich entschuldige mich jetzt mal hier auch im Namen meiner beiden Mitpodcaster, und wir werden versuchen, jetzt einfach mal eine Folge lang keinen Spaß zu haben, okay? Ja. Beim Thema Entschuldigen, ich muss mich offensichtlich auch zu Kreuze kriechen. Wir wurden auf Twitter gerügt, oder beziehungsweise wurde eigentlich nur ich gerügt. Ich habe nämlich einzigst gesagt in einer Folge. Ah. Und Leute, einzig ist eine Singularität. Die kann man nicht steigern, sagt Azrael Gargamel. Finde ich schön, hätte ich auch ernst genommen, bis zu dem Punkt, wo er meinen Namen falsch geschrieben hat. Und außerdem macht es in unsere A-Folgen wohl zu leicht. Nein. Nein. Das finde ich so schön. Einfach nein. Ja, da möchte ich jetzt auf die Folge hinweisen, die ich gerade vorbereitet habe. Die kommt in 2 Folgen für euch wahrscheinlich. Ja, man weiß ja nie so genau, aber wenn ihr die Folge hört, wisst ihr welche. Die beiden Herren hier hatten etwas Scheuklappen. Wir haben auch noch 2 schöne Kommentare bei uns auf der Webseite. Ui, schön. Und zwar einmal von Caligule.
der Caligula, der über die Folge, die wir zuletzt aufgenommen haben, mit unserem Freund Karl von Kosel schreibt. Also ich bitte nicht, Freund, ich möchte mit dem Mann nicht verbunden sein. Vorbild? Nein. Diesem Idol? Nein. Abschreckendes Beispiel? Vorzeige-Amor. Nachdem ich monatelang meine Freundin überredet habe, doch auch mal mit dem Podcast hören anzufangen. Oh Gott, nein, bitte nicht mit dieser Folge, oder? Hat sie sich entschieden, mit dieser Folge mal einen Versuch zu wagen. Seitdem schaut sie mich nur noch mit einer Mischung aus Mitleid und Ekel an. Danke, Punkt, denke ich. Fuck. Pro-Tipp, besorg dir so eine Wachsmaske. So als romantisches Valentinstagsgeschenk oder Jahrestagsgeschenk kommt total gut. Und vielleicht so ein kleines Mausoleum im Garten schon mal. Und eine Orgel. Und dann hat Dirk auch noch geschrieben, dass er die Episode irgendwie sehr, sehr genossen hat. Und dann hat er uns noch irgendwas über U-Boote im Südpazifik erzählt, aber da war dann irgendwie ein bisschen der Wurm drin. Da bin ich schon eingeschlafen. aber einer von euch beiden fantastischen Menschen hatte auch noch Feedback zur letzten Folge, oder? Hier von wegen ernsthafte Warnungen, die ignoriert wurden. Ja. Für die letzte Folge habe ich an eine gute Freundin die Warnung ausgesprochen, ist nicht beim Mittagessen zu hören. Und ich bekam dann als Feedback ein, vielen Dank, dass du Bescheid gesagt hast, denn ich wollte es gern beim Essen hören. Hab dann an dich gedacht, hab ausgemacht, aufgrund der Warnung, und hab's dann nachher gehört und war sehr froh drum. Genau. Und vom einen schlimmen Sachen zur anderen überzuleiten, eine Sache, die noch aussteht. Ihr erinnert euch an die Wichtelfolge, die wir bekommen haben. Oh nein, hast du deinen Bademantel dabei? Ich habe meinen Bademantel dabei. Ich habe ihn auch schon an. Was? Und, jetzt na gut, dann... Jetzt habe ich ziemlich Angst. Wir können ja nicht viel machen, aber damit der gute Junge endlich mal weiß, wie wirklich schlimme Dinge klingen. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Wow. Wow. Zu Ostern gewärmt. Wow. Das ist wirklich bitter. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das oder dass irgend so ein Ukrainer versucht hat, unsere Webseite zu hacken. Danke übrigens. Ich habe das innerhalb kürzester Zeit gefixt, aber es hat mich sehr viel Nerven gekostet. Waren aber spannende Sachen, die du da gefunden hast. Ja, das war so aus einer programmiertechnischen Perspektive, war das durchaus interessant. Aber die paar Stunden hätte ich auch gerne irgendwie anders investiert. Naja, kurzer Hinweis an die Hörerinnen und Hörer. Für euch bestand nie Gefahr, dass irgendwas doof ist. Da geht es nur darum, dass sozusagen man uns irgendwelchen doofen Code unterschleusen will. Moment, für euch bestand nie die Gefahr, dass irgendwas doof ist. Da denkst du jetzt nochmal drüber nach, ja, was wir hier so machen. Nein. Ich meine sozusagen für Leute, die den Podcast einfach abonnieren oder auf der Homepage hören. Für die bestand ja keine Gefahr. Die Rente ist sicher. Genau. Die Ente ist sicher. Niemand hat die Absicht, hier eine Mauer zu errichten. Nee. War alles gut, alles nicht so schlimm, aber ärgerlich. Sowas ist echt ärgerlich. Yep. Das ist vollkommen unnötig und muss nicht sein. Gut. Kein Widerspruch von meiner Seite. Nope. Du guckst so, als wenn wir irgendwie ausgemacht hätten, dann musst du ein Gegenargument bringen. Nee. Und deswegen, Kinder, immer schön Backup machen. Ich überlege noch, ob wir noch irgendwas auf unserer Liste unbedingt erwähnen müssen. Es gab eine PayPal-Spende von Felix. Vielen Dank dafür. Dass, die mal wieder auf dein Konto einging? Natürlich. Cool. Wie viel war es denn? Das möchte ich nicht öffentlich sagen. Das klingt, als wäre das mega viel Geld. Aber meine Kinder müssen nie wieder arbeiten. Nein, ich möchte nicht, dass Felix sich schämt. So, nein, deswegen. Weil es so wenig war. Aber witzig, irgendwie haben alle so dieses Bedürfnis, ganz krumme Beträge irgendwie zu spenden. Also ja, ist ja auch viel lustiger. Ja, es ist immer, ich sage jetzt mal völlig fiktiv, 4,44 Euro und 6,66 Euro. Und angenommen, ihr hättet unbegrenzte finanzielle Mittel und ihr müsstet einen Patreon unterstützen. Was würdet ihr unterstützen? Wow. Also ich fange mal an, weil ich weiß es tatsächlich. Ja. Es dürfte aber keine Organisation sein, vermute ich, oder? Also sowas wie Greenpeace bei Patreon oder sowas? Nein. Also halt schon so ein klassischer Patreon, wo jemand halt einen Content erschafft und halt Unterstützer wird. Also es darf auch kein Spenden für jemanden, der krank ist oder ähnliches sein?
Genau, ja, weil das wäre für mich tatsächlich wieder, da gibt es ja andere. Genau. Aber ich finde tatsächlich die Fragestellung ziemlich schwierig, Dominik, jetzt mal so unter uns. Weil eigentlich ist es ja gerade die Idee, dass ich das nicht nur mit unbegrenzten finanziellen Mitteln machen würde. Ja, okay, sondern, gut, aber du, sagen wir mal 100, ich habe vielleicht andere Vorstellungen von unbegrenzten finanziellen Mitteln wie du, aber dass du halt wirklich, keine Ahnung, im Monat 300 Euro zahlst. Ach so, du meinst dann wirklich auch einen signifikanten Betrag. Also genau, eigentlich sollte man ja gerade so kleine Beträge auf Patreon. Also angenommen, du gewinnst in der Patreon-Lotterie, wenn ich das richtig verstehe, und du musst den Betrag sozusagen, der gilt dann für, keine Ahnung, 10 Jahre, und den musst du jetzt auf einen Account einstellen und der kriegt dann oder die kriegt dann oder die kriegen dann im Monat diesen kompletten Betrag. Ja. So, meinst du es? Genau. Hm. Nenn mich Spielverderber, ich bin immer noch unzufrieden mit der Fragestellung. Oh. Ich würde es nicht auf Patreon ausgeben wollen. Ich bin nicht überzeugt von dem Konzept Patreon. Ja, aber sozusagen du kriegst bei Patreon den Gutschein, von daher. Okay. Welche Art von Content-Kreation würdest du unterstützen wollen mit einem Betrag von 300 Euro? Das ist eine interessante Frage. Danke, ab jetzt auf einmal. Okay, also bei mir käme entweder so was wie Fuchskind, das ist eine deutsche Comiczeichnerin, die sich da selbstständig macht, also die ist Autistin und sammelt praktisch über, es ist nicht Patreon, so ein anderes Modell, sammelt die praktisch Geld ein, dass sie sagt, na, dann kann sie davon schon mal ihre Miete zahlen und mit so und so viel braucht sie sich dann auch um das nicht Sorgen machen und um jenes und finanziert da halt mit Buchprojekte und Comics, die sie raushaut. Das finde ich sehr cool. Und auf der anderen Seite, Sachen, die ich sehr schätze, sind Leute, die historisch so Computer der 70er, 80er und Anfang 90er Jahre aufbereiten und da Sachen mit zeigen. Das finde ich auch cool, sowas. Mhm. Also sowas konsumiere ich auch viel, wo ich auch sage, so meine Güte, da steckt wirklich viel Zeit und Geld drin und das finde ich cool. Tatsächlich habe ich aber beispielsweise vom Genre her noch gar keinen Musiker auf Patreon getroffen. Hm. Oder Musiker konsumiert, wo ich sage, oh, Patreon, kann man was da lassen. Ich glaube, Musiker ist nicht wirklich so das Klassische, was man da so anfängt. Ja, ja. Ich würde den Dre Vogt unterstützen. Das ist der quasi allein der Treiber des Basketball, des geilsten Basketball-Magazins in Deutschland, der Five. Und der macht sehr viele coole Sachen und ich habe ihm viel zu verdanken, was meine Basketballkarriere angeht. Okay. Deine große Basketballkarriere. So, soll ich mich jetzt mal in einer ernsthaften Antwort versuchen? Ja, oder war gerne. Das gar nicht gewünscht? Oh, ich muss noch eins nachbuttern. Es gibt auch ein paar Programmierer, die auf Patreon Geld kriegen und dann halt sagen, je mehr Geld ich kriege, desto mehr Stunden im Monat stecke ich dann in Open-Source-Software oder treibe coole Projekte voran. Sowas finde ich auch gut. Okay, cool. Okay, also ja, tatsächlich die Open-Source-Software, da gibt es viele, viele, die man irgendwie auf welcher Form, auf welcher Basis auch immer unterstützen könnte. Aber jetzt mal gemessen an meinem Medienkonsum und da packe ich jetzt auch einfach mal Beispiele rein, die ich tatsächlich schon per PayPal mal unterstützt habe. Das sind zum Beispiel so Dinge, die ich aus meinem Podcatcher einfach nicht mehr missen möchte. Ja, ja. Und da gehört zum Beispiel methodisch inkorrekt dazu. Da gehört zum Beispiel eigentlich alles, was Tim Pritloff macht, dazu. Ja, Da gehört die Kack- und Sachgeschichten dazu, die ich mich so nach und nach wirklich durchs komplette Backlog höre. Die sind die super. Ich sehr feiere. Ich habe noch nicht reingehört. Sind die gut? Das ist wirklich gut. Neulich die Folge über die Erwachsenen-Comics, also Comic-Serien erst gehört. Die fand ich auch super. Ja, also die machen wirklich, wirklich gutes Zeug. Und dann auch noch die Cinematic Smash Bros., die ich auch sehr, sehr interessant finde. Die zweite Staffel bin ich jetzt noch nicht so ganz sicher. Da wechselt quasi der Host. Und, ist das ein Podcast? Das ist ein Podcast. Ah, ja. Das ist so ein Filmpodcast. Und es geht um so Fragestellungen auf den Film bezogen. Und dann geht es aber nicht darum, möglichst richtige Antworten zu geben, sondern es geht darum, die Antwort möglichst gut zu verargumentieren. Ah. Und das ist dann so ein Debattier-Fight quasi. Klingt gut. Das ist fantastisch, das ist wirklich lustig. Also das sind so die Dinge, die ich wirklich regelmäßig höre, wo ich mir sage, okay, da würde ich gerne auch zur Not mal Geld hinwerfen. Ja. Ich meine, wem ich jetzt schon mal Geld zuwirf, sind so ein paar Podcasts, sowohl in den USA als auch Deutschland, wo ich sage, die finde ich echt gut, aber da wären einfach 300 Euro en bloc einfach übertrieben. Hm. Deswegen meine Antworten weiterhin da, entweder so Programmierer, die irgendwas vorantreiben, wo ich sage, das ist cool, das braucht's, oder eben so Schaffende. Und fuchskind.de, unbedingt mal gucken. Ganz tolle Zeichnungen. Danach gab es eigentlich überhaupt keine richtigen Antworten mehr, oder? Nach so einer Geschichte. Na, egal. Beim Thema, es kann nichts anderes geben als diese Geschichte, Jürgen.
Wie schaut's aus? Was hast du denn vorbereitet? Ja, ich tat mich tatsächlich schwer. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen zur letzten Folge und wir haben und sich, alle, oh, ihr bislang bestes Werk. Es waren alle Extreme dabei, sag ich mal. Echt? Hat jemand gesagt, es wäre extrem toll? Ja. Aber hat irgendjemand gesagt, so, das hat mich stimuliert? Oh Gott. Jetzt ja. Okay. Und tatsächlich habe ich mir lange den Kopf zerbrochen, wie wir überhaupt an so eine Geschichte anschließen können und wie wir da vielleicht noch irgendwie weitergehen können. Ja, ich habe keine Antwort gekommen. Tschüss. Aber ich glaube, einfach noch einen oben draufsetzen im Sinne von noch was Schockierenderes, das ist ja nicht zielführend. Also schockierend ist tatsächlich, ich fand es halt einfach wahnsinnig widerwärtig. Aber tatsächlich, immer. Wenn du sagst, es waren alle Extreme dabei, gab es denn Menschen, die gesagt haben, das war ihnen zu ekelerregend? Also es gab welche, die wirklich abbrechen mussten? Naja, bei dir hatte ich das Gefühl, du hättest. Ja, ich bin halt gestorben. Du hättest gerne abgebrochen. Du warst echt weiß um die Nase. Nein, also tatsächlich waren die Rückmeldungen sehr, sehr positiv. Weil ja, ich glaube, dein Leiden hat die Massen erheitert. Ja, mein Leiden zu ihrem Amüsement. Ich bin ja immer noch überzeugt, dass Schadenfreude ein großer Treiber von YouTube und Co. ist. German Schadenfreude. Naja, gut, das kennen wir ja schon seit Jackass und sonst was. Ne? Ja. Also das, oder seit America's Funniest Home Videos. Ist ja noch mal 20 Jahre älter. Ja. Habe ich mal erzählt, dass ich tatsächlich was an. Wie ist die deutsche Version? Ja, ich weiß, ich habe es vor Augen. Bitte lächeln. Bitte lächeln. Ich habe mal ein Bitte lächeln an ein Video eingeschickt, wo mein Hund eine Rutsche runterrutscht. Und was sehr lustig aussah. Nein, sie haben es abgelehnt. Und ungefähr 2 Monate später haben sie den ähnlichen Content tatsächlich gesendet. Und ich hab mir gedacht, so, das ist vielleicht ein typischer Fall von, die hatten schon so viel davon. Kann leicht sein. Ja. Keine Frage. Ihr habt mir jetzt ein bisschen meine Hinführung zerredet, aber das macht nichts. Ich habe nämlich beschlossen, da kann man überhaupt keinen draufsetzen. Und sehr gut. Deswegen bin ich jetzt einfach ganz, ganz zurück zum Anfang an eine bodenständige Geschichte von einem deutschen Volkshelden. Ja. Ah, seid ihr interessiert? Schön, dass du über Dominiks Jugend erzählst. Wieso denn nur Jugend? Ja, da geht's ja los. Ah, okay. Ich bin mehr als interessiert, mein lieber Jürgen. Aber hallo. Am 30. September 1762 wird Karl Heinrich Stülpner, später dann Karl Stülpner, geboren. Mit Ü? Mit Ü. Also ist er in die Türkei gezogen? Aber Karl ist schon mal ein guter Name. Da haben wir schon mal positive Erfahrungen. Mit Karl haben wir ein bisschen Erfahrung, ja. Er wird geboren im Gänsewinkel. Das ist sowas wie das Armenviertel unterhalb der Burg Scharfenstein an der Zschopau bei Chemnitz. Mhm. Die Zeiten sind nicht besonders rosig. Armut, Krieg, Hunger, Tod. Ihr kennt das ja. Das Übliche. Was man halt so macht in Zwickau. Der Vater hat die Wiege für den Sohn noch schnell vor dessen Geburt zusammengestümpert, weil er die der 7 Geschwister erst im Winter vorher zu Brennholz zerhackt hatte. So richtig geplant war der kleine Karl also nicht. Seine Mutter ist immerhin auch schon 44, als er auf die Welt kommt. Ui. Der 7-jährige Krieg ist schon fast vorbei, aber trotzdem ist es unterm Strich keine gute Zeit für Nachwuchs. Jetzt wisst ihr sicherlich, was im 7-Jährigen Krieg so grob. Krieg, 7 Jahre lang ungefähr. Mm-hmm. Roundabout, plus minus. Soll ich mal den Wikipedia-Teil dazu vielleicht kurz, gerne. Damit wir das alle beisammen haben? Ist das hier Weinstein? Weinstein? Ja. War das Weinstein? War der nicht auch 7-Jähriger Krieg? Das könnte sein, tatsächlich. Jürgen liest aus Wikipedia. Im 7-Jährigen Krieg, 1756 bis 1763, kämpften mit Preußen und Großbritannien Kurhannover auf der einen und der kaiserlichen österreichischen Habsburger Monarchie Frankreich und Russland sowie dem Heiligen Römischen Reich auf der anderen Seite alle europäischen Großmächte jener Zeit. Auch mittlere und kleine Staaten waren an der Auseinandersetzung beteiligt. Holla die Waldfee. Das war so quasi sowas wie ein Weltkrieg. Die Eliteeinheit des Vatikan. Nach diesem Krieg ist das Land schwer verschuldet, was die Adligen natürlich in Form von Steuern an den Welches Kreis, Land? Das Land, so allgemein. Aber jetzt überall. Na gut, Krieg ist teuer, ruiniert alles. Naja, von daher, ja, wir reden jetzt natürlich an der Stelle von Deutschland. Also wir sind hier in Mitteldeutschland, aber wir sind immer noch in Deutschland. Krieg ist teuer. Und was machen die Adligen, wenn der Krieg viel gekostet Steuern. Hat? Steuern. Steuern erheben. Und das Erzgebirge, also in dem unsere Geschichte hauptsächlich spielt, ist nicht unbedingt reich an Bodenschätzen und Landwirtschaft ist auch schwierig. Also geht es den Leuten dort logischerweise besonders schlecht. Das soll jetzt wirklich kein schlechter Gag sein, aber gibt es kein Erz im Erzgebirge? Da. Nein, ernsthaft? Soweit ich weiß nicht. Okay, warum heißt es dann Erzgebirge? Aber egal. Gut. Da kann ich sehr empfehlen, ich habe neulich eine Karte gesehen von Deutschland mit den ganzen Wortherkunft, so Herleitungen.
Zum Beispiel, dass dann halt die ganzen Städte nicht ihren Namen trugen, sondern die Bedeutung des Ganzen. Hm. Okay, cool. Vielleicht hilft das ein bisschen weiter. Die ist zwar nicht so hundertprozentig korrekt, so wie ich das gesehen habe. Die ist zwar falsch, aber vielleicht hilft es. Aber vielleicht hilft es ein oder anderes schon weiter. Oder Jürgen guckt währenddessen in die Wikipedia. Ich habe gerade versucht, so eine Einsatzbeschreibung des Namens auf des Erzgebirges zu finden, aber das ist schwierig. Jürgen scrollt durch Wikipedia. Von daher verbuche ich das einfach mal in die Kategorie Fragen, die man in diesem Podcast nicht stellen sollte. Dominik, schäm dich, das gibt einen Tadel. Antwort in die Kommentare. Karls Papa ist ein Müller ohne Mühle, der mit Gelegenheitsjobs nur sehr wenig Geld nach Hause bringt. Der kam immer als Zweiter. Dein Vater ist ein Müller ohne Mühle. Und Klein Karl hockt sehr oft bei seiner Großmutter, wo er gespannt den alten Jagdgeschichten über seinen verstorbenen Opa lauscht. Und deine Mutter ist eine Zwickmühle. Oh, oh. Eltern arm, Kinder viele, ihr wisst, was das heißt. Tja, Kinder, ich muss euch wohl verkaufen. Ja, fast. Ricke Racke! Ab das gleiche Schicksal wie Max und Moritz. Ab ins Mahlwerk. Nee, schon früh muss der Nachwuchs mit anpacken. Bären pflücken, Pilze und Reisig sammeln. Auf dem Rittergut im Stall aushelfen und so weiter. Oh Gott, wenn es in dem Modus weitergeht, ey. Zu Hilfe. Auch die Schule im Nachbarort besuchte er, vor allem im Winter, angesichts eines 30-minütigen Fußmarsches nicht ganz so regelmäßig. Und in beide Richtungen ging es den Berg hoch. Dabei macht ihm das Lernen eigentlich Spaß und in Mathe ist er sogar einer der Klassenbesten. Hey, cool. Als sein Vater aber wegen Diebstahls von Leinöl verurteilt wird, wird Karl zur Strafe in die letzte Reihe zwangsversetzt. Wow. Drakonisch. Also ich wollte gerade sagen, dieser elende Quatsch mit dieser Erbstrafe, das ist halt echt, echt daneben. Ja, der Gag ist, dass es noch gar nicht mal von der Schule ausging, sondern auf Druck der anderen Eltern. Okay. Dass eben so jemand dann nicht der Klassenprimus sein kann, ja, wenn der Vater ein Krimineller ist. Aber war das noch eine Hierarchie? Also ich meine, heutzutage ist man ja froh, wenn man hinten hockt. Ja, das ist aber, glaube ich, ein modernes Denken. Ja, und ich wollte gerade sagen, ich glaube, der andere Punkt ist ja auch mal, dass du heute schöne große Tafeln und Ähnliches hast mit schon Kreide und was weiß ich was alles. Und wenn du damals hinten saßt, hast du halt vielleicht einfach teilweise nichts mehr gesehen. Okay. Stelle ich mir jetzt so vor. Waren ja auch die Klassenzimmer mengenmäßig stärker befüllt als heutzutage. Und es gab auch noch nicht so viele Vielmanns. Also hast du vielleicht eh weniger gesehen. Ich dachte jetzt eher an den Lümmel aus der letzten Bank. Den Lümmel? Ja. Mit dem Englischunterricht. Und Herr Englischlehrer, wie spricht man das aus? Das ist Brethering. Was? Brathering. Ja, Brethering. Ich dachte immer, es heißt Brathering. Mhm. Okay. Wo war ich? Leinöl. Er muss arbeiten. Nein, Leinöl. Achso, stimmt. Leinöl. Das ist nämlich ziemlich bemerkenswert, dass der Vater wegen Diebstahl von Leinöl verknackt wird, weil Leinöl. Der Schule von Seide. Ist als Nahrungsmittel eben ziemlich minderwertig. Und das ist eigentlich nur was für die Armen der Ärmsten. Und dann musst du dir schon überlegen, wenn du was klaust und dann klaust du auch wirklich noch so das minderwertige Zeug, dann okay. muss es dir schon richtig schlecht gehen. Da erinnere ich mich immer dran an den Penny. Nein, der Netto war es, der bei uns in der Nähe war. Also ich wohne in Nürnberg. Da hast du Leinöl geklaut? Nein, aber da war, ich überlege gerade, was das war, da war irgendein Produkt, das einfach 9 Cent kostet und es hat einen Diebstahlschutz. Und ich bedenke, also irgendwie, was für ein völliger Wahnsinn. Eine einzelne Zigarette. Ja, aber da hatten selbst die Teebeutel hatten Diebstahlschutz Aufkleber drauf. Du bist in einer ziemlichen Hude aufgewachsen. Nicht? Nee, inzwischen haben sie ihn zugemacht. Ich bin ja hier gar nicht groß geworden. Ich wohne ja hier nur im Eck. Mir hat der Grillmeister beim Kescher erklärt, dass sie nur das Tagesgericht auf richtigen Tellern ausgeben und den Rest auf irgendwelchen Pappdeckeln, weil die alle geklaut werden die ganze Zeit. Wir klauten den Deckel beim Kescher? Das ist keine Ahnung. Hinweis, Kescher ist so ein Metzgerei-Imbiss, die einfach mittags irren Umsatz machen, weil da alle hingehen, weil da gibt's riesen Schnitzel und einen Haufen Fleisch. Ne, da gibt's einfach das beste fränkische Fastfood weit und breit. Also du sagst es so despektierlich. Ich bin großer Kescher-Fan. Wenn die T-Shirts verkaufen würden, ich würde sofort eins kaufen. Der Kescher hat vor allen Dingen einen meiner zwei Top-Zwillingsmomente ever kreiert, weil tatsächlich werden die geführt von Zwillingen. Ja. Und halt in jedem der Filialen ist halt einer und das musst du halt erstmal wissen, weil sonst denkst du, Alter, der arbeitet aber ganz schön viel. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich Zwillinge sind, aber die sehen sich saumäßig ähnlich. Zwillinge sein, die sehen sich unfassbar ähnlich. Wie witzig das wäre, wenn du irgendein 24-Stunden-Lokal hast und es arbeitet immer einer von beiden. Und die, also, ist der mehr drauf? Wie kann der so viel arbeiten? Das zweite habe ich über garantiert, das habe ich schon erzählt, mit den Zettlack-Brüdern bei uns im Verlag.
wo ich immer zwischen den Stockwerken bei uns im Verlag hin und her bin, und wir hatten gerade quasi einen anderen Verlag aufgekauft, und ich denke mir, also im dritten Stock ist der Typ, im zweiten Stock, und ich laufe hin und her und ständig ist dieser Typ da. Das war genau das gleiche Phänomen. Ja. Okay, also von da ab, also ihr erinnert euch, Karl ist zwangsversetzt und der Vater im Knast. Karl ist gerade 7 Jahre alt, streunert er dann lieber stundenlang durch den Wald, als zur Schule zu gehen. Er wirft dann einfach seine Schulsachen ins Gebüsch und schaut, ob er nicht lieber dem ortsansässigen Jäger zur Hand gehen kann. Er lernt viel über Flora und Fauna, und als er dann in Omas Dachboden Opas alte Jagdflinte entdeckt, lernt Karl ja auch noch so einiges über Schießpulver, das Gießen von Schrotkugeln und den zielgenauen Umgang mit der Kombination aus all dem. Wow! Sein Wunsch fürs Leben ist also klar: Jäger werden. Aber viele kleine Jungs träumen von einem solch ehrbaren Beruf. Die Stellen hingegen sind rar. Und auch wenn um Scharfenstein große Wälder mit viel Wild zu finden sind, gibt es weit und breit nur einen herrschaftlichen Jäger. Und dieser Posten wird in der Regel nicht mit Söhnen verurteilter Verbrecher besetzt. Mhm. Ich habe tatsächlich welche in der Verwandtschaft. Jäger? Mhm. Ja, heutzutage ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so exklusiv im Club. Nein, gar nicht. Wobei ist jetzt, ich überlege gerade, 2 Generationen her. Dass du Jäger hattest? Also der Jäger ist 2 Generationen vor mir. Ich hatte gerade den Mega-Interview mit einem Vampir-Moment. Kurzer Hinweis, aber der war nicht mehr halbhöflich Jäger. Vor 300 Jahren habe ich zuletzt jemanden getroffen, den ich hasse. Also ich habe Leute in meiner Generation, in meinem Freundeskreis, die... Einer meiner besten Kumpels, jagen. Hallo Gigi, ist Jäger. Ah ja. Der Gigi ist Jäger. Gigi ist Jäger. Hallo Gigi. Ein Jahr nach der Leinöl-Affäre stirbt der Vater dann an Menschenselend, wie es der Pastor berichtet. Oh Gott. Womöglich ist er verhungert, so ganz genau wissen wir das heute leider nicht. Oh Gott, der Arme. Gott. Nochmal. Ganze arme Familie überhaupt. Also. Es wird noch schlimmer. Nochmal ein Jahr später steht dann auch noch die Mutter vor Gericht. Sie hat aus purer Verzweiflung Getreide und Fisch aus dem herrschaftlichen Speicher gestohlen. Oh Mann. Die muss jetzt dann nicht ins Gefängnis, weil tatsächlich der Schwiegersohn sich für sie einsetzt und sagt, oh, es war sie gar nicht, ich war's, obwohl alle genau wissen, dass sie es war. Aber sie wird an dieser Stelle genauso wie das Söhnchen zum ersten Mal aktenkundig. Okay. Im Jahr 1770 explodieren die Preise für Nahrungsmittel. Im Januar noch kostet ein Brot 26 Pfennig, im Dezember schon über 4 Groschen. Wow. Bald schon fehlt den Bäckern gänzlich das Mehl zum Backen, vor allem auch, weil die umliegenden Gegenden aus Angst, selbst hungern zu müssen, kein Getreide mehr exportieren. Missernte? Ja, die behalten einfach für sich selber. Genau, ja. Also alles total verschuldet, Missernten, und dann kommt halt noch dazu, dass da nicht so wahnsinnig viel wächst, und was sie früher importiert haben, verkauft ihnen jetzt einfach keiner mehr. Ja, ja. Das arme Volk hat längst alle Habseligkeiten verkauft. Viele sind zu Bettlern und Landstreichern geworden, und statt Brot stehen vielerorts Abfälle, Viehfutter und Baumrinde auf dem Speiseplan. Man, das mit Baumrinde ist schon echt, das habe ich auch schon mal gehört, dass das Leute früher gegessen haben, aber man muss sich echt überlegen, wie arm man sein muss, wenn man wirklich alles probiert im Endeffekt. Ich weiß nicht, ob du da noch lange überlegst. Ich glaube, da hast du einfach Hunger. Ja, ja, klar, klar. Ihr könnt euch vorstellen, dass Krankheiten, Seuchen und der Tod in jener Zeit allgegenwärtig sind. Weil das Geld fehlt, werden viele Leichen einfach in alte Kisten oder Schränke gesteckt und verscharrt. Im Sommer 1771 hört der Pastor aus Verzweiflung auf, das Sterberegister zu pflegen. Darin steht nur der Vermerk, es sind keine Träger mehr aufzutreiben. Die Leichen werden vom Totengräber Christoph May mit dem Schubkarren gefahren. Wow! In jener Zeit kommt Karl bei seinem Onkel im wenige Kilometer entfernten Nachbarort Ehrensfriedersdorf unter. Eventuell, weil die Mutter Angst hat, ihn nicht mehr durchfüttern zu können. Es könnte aber auch sein, dass der Richter das so angeordnet hat, weil sie ja auch schon straffällig geworden ist. Okay. Dieser Anverwandte ist jedenfalls Förster, was dem 10-jährigen Jungen natürlich ziemlich entgegenkommt. Dementsprechend wissbegierig und eifrig gibt es sich dort auch bei der täglichen schweren Arbeit. Aber es ist die Jagd, die den Buben noch viel mehr interessiert. Und so versteckt er sich eines Tages in den Baumwipfeln und beobachtet, wie so eine herrschaftliche Hofjagd unter feinen Leuten abläuft. Mhm. Da treiben ein Jägermeister und seine frohen Gehilfen das Vieh scharenweise zusammen und in ein mit Netzen und Tüchern abgesperrtes Gebiet. Also die seppeln durch den Wald und scheuchen alles zusammen. Von dort aus werden die Tiere dann auf Kommando in einen kreisrunden Lauf, so heißt es, also nochmal so ein abgesteckter Kreis mehr oder weniger, getrieben, wo die feine Jagdgesellschaft außenrum steht und mit geladenen Flinten wartet. Das Publikum besteht aus Burgdamen und Schaulustigen. Das Geschehen wird von einer Musikkapelle entsprechend begleitet. Wenn das völlig verängstigte Vieh nun mit viel Pipapo, Jagdhorngeblase und Musik in die Enge getrieben wird, warten alle auf den ersten Schuss des Kurfürsten, und dann geht einfach das Massaker los. Also dann
Mir ist dann der englische Ausspruch gekommen, like shooting a fish in a barrel. Mhm. Also ich glaube, so kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen. Das ist ja völlig absurd. Also ich finde ja, man kann ja verargumentieren von mir aus, dass sowas einen gewissen sportlichen Aspekt hat. Das hier klingt aber wirklich immer nur nach, suchen Sie sich die Kuh aus, die wir mit dem Bolzenschussgerät für Sie töten. Mhm. Der Geruch. Okay. Der Geruch von Blut, Schweiß und Pulver lässt manch eine Dame ohnmächtig werden. Am Ende feiert man das fürstliche Blutbad mit einem großen Bankett. Das Wirt wird gewogen, gebrochen und eingelegt, teils an hochrangige Gäste verschenkt. 44 Hirsche mussten hier heute ihr Leben lassen, außerdem 26 Stück Wild, 6 Schmaltiere, 11 Wildkälber, 5 Rehböcke, 8 Rehe, 2 Rehkälber, 2 Keiler, eine Bache, ein heuriger Frischling, ein Hase, ein Auerhahn, 4 Füchse. Macht insgesamt, ein einziger Hase nur. Macht insgesamt 112 tote Tiere. Was ist denn ein Schmaltier? Ein Schaltier. Schmaltier? Schmaltier? Schmaltier. Nee, Schmaltier. Was ist denn ein Schmaltier? Keine Ahnung. Ein Flunder? Wikipedia. Stellt schon wieder so komische Fragen. Okay. Das war ein Riesenmassaker. Ja. Ja. Ist egal, was da vor der also Flunde war. Also so krass schockierend finde ich das jetzt nicht, weil ich glaube, dass das heutzutage noch relativ ähnlich ist. So Treibjagden. Also nicht ganz so krass und nicht mit Musik, was das Vieh natürlich zusätzlich einschüchtert und halt verängstigt. Nicht. Aber das Prinzip der Treibjagd ist ja nach wie vor da. Also das ist auch nicht der, genau, das ist bemerkenswert, aber noch nicht mega krass, gebe ich dir recht. Ja. Was krass ist, ist, dass halt rundherum das Volk verhungert und die jetzt hier noch nicht mal den Frönern, die beim Treiben helfen, irgendwie noch ein Vesperpaket mit nach Hause geben, sondern kurz, die gehen komplett leer aus. Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was machen die mit dieser großen, großen Menge an Fleisch, kriegt ihr das konserviert oder zubereitet? Genau, also teilweise wird es an Gäste eben verschenkt und mitgenommen, die einen Teil davon essen sollen. Also und der Rest wird Fleisch? Halt, genau, der Rest wird halt eingelegt und mitgenommen. Und der Witz ist, die machen das ja nicht nur an einem Tag, sondern die ziehen dann weiter und machen das am nächsten Tag nochmal und am übernächsten und vermutlich auch am überübernächsten. Weil sie ja sonst auch nichts zu tun haben. Weil sie sonst auch nichts zu tun haben. Und ich meine, es ist auch wichtig. Also ich meine, Wild ist ja auch ein Problem. Hm. Prognose, wo die Story hingeht, so mal ganz ins Blaue rein, klingt gerade irgendwie, jetzt kommt der deutsche Robin Hood. Wieso Robin Hood? Naja, weil jetzt, ja, na gut, weil wir auf der einen Seite die stark arme, hungernde Bevölkerung haben, denen starke Steuern auferlegt werden und auf der anderen Seite die Adeligen, die es einfach scheinbar wirklich übertreiben, die Steuern wahnsinnig hochdrehen und währenddessen in Saus und Braus leben, während die Bevölkerung hungert. Interessanter Gedanke. Dem Karlchen schmeckt diese Form der Jagd nicht. Das Wild wurde ja gar nicht gejagt, soll er gesagt haben. Aber so ist das nun mal. Es ist das Recht des Kurfürsten, solche Veranstaltungen abzuhalten. Und unterm Strich ist es auch wichtig, denn zu viel Wild ist eine echte Bedrohung für die Landwirtschaft. Bei dem Förster lernt Karl jedenfalls alles, was es in einer weidmännischen Ausbildung zu lernen gibt. Auch wenn er striktes Gewehrverbot von seinem Oheim auferlegt bekommen hat. Wer ist Oheim? Der Onkel. Ah ja. Der, sein Verwandter. Und? Hat diese Ausbildung, nenne ich es jetzt mal gerade, geht er einfach mit denen mit und er sagt halt, na gut, komm, ich zeig dir ein bisschen was? Oder ist es wirklich irgendwas, ich nenne es mal Formelles? Nee, der lässt den halt mit ranklotzen. Okay. Und da schnappt er halt alles mit auf, weil er auch sich wahnsinnig halt dafür interessiert. Ja. Aber in dem Alter gehst du ja nicht zur Berufsschule, also in dem Jahrhundert. So hast du es halt gelehrt bekommen. Aber irgendwann brauchst du ja wahrscheinlich doch irgendeinen Jägertitel oder sowas. Genau, also offizieller Jäger bist du da am Ende dann nicht. Also das, wenn du darauf hinaus willst. Genau, er lernt viel, aber es gibt keine Meisterprüfung am Ende. Mhm. Irgendwann jedenfalls lässt sich sein Blutdurst nicht mehr kontrollieren. Der mittlerweile 12-Jährige trifft auf die frische Fährte eines kapitalen Sexenders. Fachgemäß folgt er der Spur, nähert sich dem Tier gegen den Wind und legt an. Er trifft den Bock genau zwischen die Augen. Ebenso fachgemäß wie bei der Verfolgung geht er beim Brechen und Zerlegen vor. Er muss sich dann allerdings Hilfe beim Transport holen. Ich wollte gerade sagen, mit 12? Wie kriegst du so ein Viech hochgebuckelt? Ja, er sucht sich dann einen Holzfäller, der irgendwo in der Nähe arbeitet. Okay. Und, ein Holzfäller. Ja, der wundert sich dann vielleicht mal kurz, weil er hier einem 12-jährigen Jungen irgendwie jetzt helfen muss, hier den Hirschbock durch den Wald zu zerren. Er ist Holzfäller und ihm geht's gut. Am Tag packt ihn die Arbeitswut. Gibt's da echt eine deutsche Version davon? Ja, und das Beste, bitte, schaut die euch an. Es gibt 2 Folgen, die Monty Python für den WDR unter der Direktion auch von Alfred Biolek als Intendant produziert haben. Eine Folge ist Englisch mit deutschen Untertiteln und eine Folge ist phonetisches Deutsch. Das ist so absurd, weil alle Monty Python-Jungs Deutsch sprechen. Oh Gott, krass. Kann ich? Also ich kenne natürlich das englische Original. Ja, da gibt es auch so einen absurden Das bayerische Restaurant-Sketch.
Das sagt mir gar nichts, das klingt absolut fantastisch. Ja, und eben den Holzfäller-Song mit einem, ich glaube, ein Schwarzwälder Holzfäller-Chor tatsächlich. Oder, also ich weiß nicht, ob es so ist, aber die schauen echt so aus. Die schauen halt echt aus wie so gestandene Mannsbilder aus dem Schwarzwald. Ja, sehr lustig. Sehr witzig. Okay, zu Hause beim Onkel kriegt Karl jedenfalls den Anschiss seines noch jungen Lebens. Denn ja, er hat natürlich Gewehrverbot und er kommt nach Hause, ist total stolz, dass er hier den Bock geschossen hat und er kriegt einen riesen Anschiss. Daher kommt der Ausdruck, er hat ganz schön Bock geschossen. Vielleicht. Ob da ein Zusammenhang besteht oder nicht, kurze Zeit später kehrt Karl zurück nach Scharfenstein zu Mama. Dort bleibt er jedoch nicht allzu lange. In den erzgebirgischen Städten sind alsbald Rekrutierungskommandos des Regiments Prinz Maximilian unterwegs. Und die brauchen nicht nur dringend Soldaten, sondern auch allerlei Hilfskräfte. Das wäre mein nächster Gedanke gewesen. Wenn der Junge so gerne schießt, finde ich es ja fast schon ungewöhnlich, dass er Jäger werden will und nicht Soldat. Ja. Natürlich kann man jetzt sagen, mit den Gräueltaten vom Krieg gerade ist es nicht so das Positivste auf der Welt. Ich weiß auch gar nicht, ob der wirklich weiß, was da gerade passiert. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob der da Internet hätte und ja, das jetzt hier irgendwo ein Krieg losgeht. Und du musst überlegen, wie alt der erst noch ist. 15. Oder 16. Jetzt schon 15. Oh ja. Okay. Also ich glaube, dass der Krieg ganz schön allgegenwärtig war. Ja. Also. Also die Mutter von Karl ist natürlich nicht begeistert, dass er hier eingezogen wird, aber der 15- oder 16-Jährige, so ganz klar ist es nicht in der Zeit, landet letztendlich in der sächsisch-preußischen Armee. Okay. Eventuell ist das auch der Versuch der Scharfensteiner Gerichte, irgendwie diesen Jungen, der ja keine richtige Ausbildung hat und irgendwie auch schon auffällig wurde, vielleicht doch noch auf die gerade Bahn, ist es, als Gegenteil von schiefer Bahn. Ja. Also ihn von der schiefen Bahn abzuhalten. Die rechte Bahn. Auf den rechten ihn Weg. Zu rehabilitieren. Naja, nee, so schlimm ist es noch nicht. Also er droht, auf die schiefe Bahn zu geraten. Ja, ja. Hm. Er hat zu ja noch sozialisieren. Nichts, er hat noch nichts Schlimmes getan, aber ihn dann doch noch auf den rechten Weg zu führen. Mhm. Jedenfalls tobt in Böhmen gerade der bayerische Erbfolgekrieg. Wobei toben trifft es nicht so ganz. In Böhmen spielt auch die Musik. Man spricht von einem der letzten Kabinettskriege. Und was das genau ist, verrät uns Wikipedia. Jürgen liest aus Wikipedia. Der Kabinettskrieg kann durch mehrere der folgenden Eigenschaften gekennzeichnet werden. Erstens, man braucht ein Kabinett. Zweitens, die Kabinette brauchen Waffen. Drittens, man braucht viel Zeit, weil so ein Kabinett ist schwer. Viertens, üblicherweise tut mir die Kabinette auf zwei Pferde Lanzen dran tackern und dann reiten sie aufeinander zu. What? Ich warte einfach, bis er fertig ist. Ja? Fünftens, jetzt reicht's. 8 Stunden später. Also, die Eigenschaften, die einen Kabinettskrieg kennzeichnen. Erstens. Kleines stehendes Heer. Zweitens. Meist adeliges Offizierskorps. Drittens. Zurückhaltende Kriegsführung. Viertens. Beschränkte Kriegsziele und häufig wechselnde Koalitionen zwischen den Kriegsparteien. Außerdem. Verrechtlichung und Hegung des Krieges. Und zudem. Nichtbeteiligung der Öffentlichkeit. Also das ist ein sehr, wie soll ich sagen? Elder Statesman. Es ist ein sehr vornehmer Krieg. Ja. Yeah. Aber wie kann man denn Koalitionen wechseln? Krieg. Naja, das waren ja früher, waren das ja alles relativ lokal begrenzte Kommunen, so Sachsen und Kurfürstentümer und sonst was. Und die haben sich halt mal da angeschlossen. Ja? Also die haben ja nicht für irgendwie die Freiheit und die Sache gekämpft, sondern weil halt gerade irgendwie irgendwer eine Erbfolge regeln wollte. Man muss sich ja immer überlegen, dass dieses Konstrukt Deutschland eigentlich was mega Abstraktes ist, was sie erst die letzten, ich sag jetzt mal geschichtlich, erst die letzten paar Jahre irgendwie von Relevanz war. Und vorher war das ja fast eher so ein loser Verbund, wo die sich untereinander auch einfach nicht unbedingt die Treue gehalten haben, oder wie auch immer man es sagen will. Es wäre jetzt natürlich auch cool, wenn wir ein Geschichtspodcast wären mit jemandem, der sich auskennt in der Materie, der könnte da noch viel mehr drüber Gott erzählen. Gott bewahre. Aber der zieht uns die Ohren lang bis zum Mond. Ja, ja, das wäre albern. Karl steht also mit seiner Einheit auf einer Wiese. Gegenüber warten, von ein paar Äckern getrennt, die Österreicher. Aktuell herrscht Waffenruhe. Ohnehin ist es ein Krieg, der nicht aus Überzeugung, sondern aus Überlegungen der Offiziere herausgeführt wird. Kurze Frage. Läuft es darauf raus, dass übers Schlachtfeld zufällig ein kapitaler, keine Ahnung, 12-Ender rennt? Er schießt drauf und löst damit einen Krieg aus. Da, du warst kurz auf der richtigen Spur, bist dann aber falsch abgebogen. Oh. 12-Ender war bestimmt schon gut.
Es war ein Zweiender und der war nicht ganz so kapital und er löst damit auch keinen Krieg aus. Ist aber kapital sonst, okay, eigentlich das Adjektiv, was zur Einschätzung von Ändern nutzt wird? Das ist ein glaube ich, besonders formschöner, großer Bock. Ja. Also das ist jetzt nicht unbedingt, also nicht automatisch, weil er Ende hat, weil er Enden hat, ist er kapital. Hm. Aber wenn es ein schönes Exemplar ist, ein großes, kräftiges, dann glaube ich, ist es kapital. Ja, ja. Das könnte auch falsch sein, aber das klingt für mich jetzt gerade in meinem Kopf plausibel. Das Kapital. Ich glaube, bei der Sendung mit der Maus kam das auch mal mit den Geweihen, wie das funktioniert. Das ist gar nicht so einfach. Nee. Gar nicht so einfach. Ja, man zählt die Enden und das ist ganz schön kompliziert. Wenn der nämlich den Kopf bewegt, dann verzählt man sich leicht. Mhm. Das ist bei uns eher einfach, ne? Bei uns zwei im Jürgen. So ganz unglücklich ist man mit der Waffenruhe jedenfalls nicht. Was nicht so ganz toll ist, ist die karge Verpflegung. Als aber einer der Soldaten auf die Idee kommt, die längst reifen Kartoffeln aus dem Acker zu ziehen und zu braten, hebt sich plötzlich die Stimmung. Hey! Alsbald tun es die Soldaten auf der anderen Seite der Nicht-Gefechtslinie, weil die kämpfen ja gerade nicht, ihnen gleich. Kartoffelfeuer, Kartoffeln, die sind fein. Und je länger die Truppen hier stehen und warten, desto mehr Kartoffeln verzehren sie auch. Desto fetter werden sie. Notgedrungen, was passiert also? Sie werden fett! Nein, sie rücken... Carbs! Jetzt müsst ihr mir kurz, jetzt brauche ich eure volle Aufmerksamkeit. Ja. Fleisch brauchen wir noch dazu, zu die Glöß. Notgedrungen rücken die Einheiten sich also immer näher auf die Pelle. Ich hab hier noch Pun intended hingeschrieben, aber ich glaube, das spare ich mir. Und zwar rücken sie sich so nahe, dass man sich bald in Kartoffelgeschoss-Wurfreichweite befindet. Kurze Frage, hat der die Glöß erfunden? Nee, aber man darf ja gerade nicht aufeinander schießen. Aber man darf mit Kartoffeln aufeinander werfen. Ach Schmarrn, echt, haben sie mich mit Kartoffeln geworfen? Und deswegen artet das Gefecht halt in eine Kartoffelschlacht aus. Das ist eine ziemlich alberne Nummer, bei der viel gelacht wird und eigentlich überhaupt niemand zu Schaden kommt. Das geht. Und weswegen dieser Krieg später auch als Kartoffelkrieg in die Geschichtsbücher eingeht. Vor allem, aber mal elends die Arschkarte hat ja der Bauer gezogen, wo die Frontlinie entlang geht. Ja, aber hallo ey. Dass die Kartoffeln einfach alle entweder auffressen werden oder in der Gegend rumgeschmissen, bis sie kaputt sind. Ja, vor allem, wo halt gerade eh alle hungern. Ja, und, ja, ich wollte es gerade sagen, man bringt hier Kindern heute, in der heutigen Zeit schon bei, dass man mit Essen nicht spielen sollte und ja, damals wäre noch viel absurder. Das Schöne ist aber noch die Bezeichnung Kartoffelkrieg. Die Österreicher nennen das nämlich den Zwetschgenkrummel, weil der Krieg hauptsächlich aus Beschlagnahmung von Lebensmitteln bestand. Okay. Also weil gar nicht wirklich gekämpft wurde. Ja. Inmitten des großen Kartoffelgefechts, und jetzt kommen wir auf deinen Zwölfender, der kein Zwölfender ist. Inmitten des großen Kartoffelgefechts fällt Karl ein Hase ins Auge, dem er sofort mit dem Gewehr in der Hand nachstellt. Mhm. An diesem Abend sammelt der Trossbub einige Pluspunkte bei seinen Kameraden und Vorgesetzten. Und an den folgenden Tagen sieht es ganz ähnlich aus. Was? Na, er jagt halt. Er jagt. Ja, ja, aber wegen dem einen Hasen? Oder ist es eher so beeindruckend, auf die Distanz schießen zu können? Nein, er jagt halt einen Hasen und am nächsten Tag noch einen und dann noch einen und dann. Ach so, geht's ein bisschen mehr. Der Kickoff quasi. Weil Karl nämlich jetzt auch belastbar, anständig und kameradschaftlich ist, also sich zeigt, hat er schnell ein paar echte neue Freunde gefunden. Er ist geradezu enttäuscht, dass der Krieg schon kurze Zeit später und ohne Feldzüge zu Ende geht. Nach einer friedlichen Einigung gehen alle nach Hause. Mal ganz ehrlich, ich würde mir heute auch wünschen, dass Kriege wieder mehr darüber ausgetragen werden, dass man sich gegenseitig Kartoffeln zuschmeißt. Das ist echt schön. In der kurzen Zeitspanne von 1778 bis 1779, die der Kartoffelkrieg andauerte, war es zu keiner einzigen wirklichen Schlacht gekommen. Ist doch schön. So möchte man das haben. Das ist doch, das habe ich schon mal erzählt mit dem Lichtenstein. Mit der Prämisse, dass die Bevölkerung bitte dabei auch nicht hungert. Ich glaube, die Lichtensteiner Armee, das Lichtensteiner Heer ist mal ausgerückt und ist mit irgendwie 100 Mann los und ist mit 101 zurückgekommen. Mal irgendwie jemand. Schwanger? Nein, jemand ist schwanger. Nein, nee, aber hätte jetzt sein können, dass eine Frau mit ausgerückt ist. Heutzutage natürlich. Heutzutage, nein, tatsächlich. Ja, aber so hochschwanger. Aber egal. Tatsächlich ist jemand auf der anderen Seite desertiert. Gerade nach Liechtenstein rüber. Gefällt mir. Hatten wir nicht auch schon mal die Story mit der Insel, die irgendwie zwischen Kanada und Dänemark Wo sie immer wieder den jeweilige Spirituose hinstellen. Auch schön. Wir müssen mal, glaube ich, echt eine Folge über schöne Kriege machen. Ja, schön. Das ist ein Euphemismus? Leicht. Nein. So, wir hatten jetzt schwer zu kommunizieren. Drei schöne Beispiele. Mhm. Ist ja egal. Karl ist jedenfalls nicht lange wieder zu Hause, als er von einem Jäger beim Wildern erwischt wird. Und mit erwischt meine ich auch erwischt. Die große Narbe an seiner Stirn, wo ihn das Schrot des Jägers getroffen hat, wird sowas wie sein Markenzeichen. Wow!
Es gilt als sicher anzunehmen, dass der 18-jährige Karl Stülpner beim örtlichen Amtsgericht bereits bestens bekannt ist. Als das dann, ist Schrotgesicht, Karl. Als dann eines Abends, das ist der Vierschrötige. Nee, wie sagt man? Doch. Sagt man das nicht so? Vierschrötig oder grobschrötig? Grobschlächtig. Nein, ich meine was anderes. Ja, nee, keine Ahnung. Gibt es das nicht? Vielleicht habe ich es gerade erfunden. Dann sage ich das jetzt immer. Nach in Wikipedia. Dann sage ich das jetzt immer zu dir. Du bist voll vierschrötig. Du siehst aus, als wenn dir jemand ins Gesicht geschossen hätte mit einer Schrotflinte. Das ist im Wesentlichen das, was er dir gerade gesagt hat. Ja? Nett. Nee, das was du gerade gesagt hast. Ich habe gesagt, es gilt als sicher anzunehmen, dass der 18-jährige Karl Stülpner beim örtlichen Amtsgericht bereits bestens bekannt ist, als dann eines Abends erneut ein Rekrutierungskommando vor der Tür steht. Oder besser gesagt, ohne anzuklopfen in der Stube. Kalle setzt sich erst mit Worten, dann mit gezogener Flinte zur Wehr, folgt schließlich aber doch dem Ruf der Pflicht und lässt sich in ein nahes Gasthaus abführen, von wo aus er am nächsten Tag zur Kaserne des Chopauer Grenadierbataillons gehen soll. Okay. Boah, vor dem Begriff hatte ich Angst. Sag das dreimal hintereinander. Chopauer Grenadierbataillon. Chopauer Grenadierbataillon. Ja, genau. Chopauer Grenadierbataillon. Chopauer Grenadierbataillon. Chopauer Grenadierbataillon. Da merkt man den Profi. Bühnenerfahrung, ey, der Angeber. Karl weiß ganz genau, anders als Zwangsrekrutierte werden Freiwillige bei der Einschreibung mit einem stattlichen Handgeld bedacht. Das ist jetzt natürlich blöd für ihn, weil er gehört zu der Gruppe der Zwangsrekrutierten. Der hat keine Hände mehr. Also macht er sich in der Dunkelheit aus dem Staub, marschiert die Nacht durch nach Chemnitz und meldet sich dort freiwillig für 8 Jahre zu den Musketieren. Also, 8 Jahre! Blöd ist er ja nicht. 8 Jahre! Das hat jetzt natürlich auch noch den Bonuseffekt, also er geht nicht nach Zschopau, wo er keinen kennt, sondern nach Chemnitz, wo seine alten Kumpels von dem letzten Krieg schon sind. Ah. Und da kennt er natürlich auch schon ein paar. Na und Musketiere müssten ihm ja mehr liegen als Grenadiere. Wahrscheinlich. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt so der große Unterschied ist, da sind in beiden, glaube ich, Leute mit Gewehren. Aber jetzt meine blöde Frage. Die Musketiere ist ja hier Degen. Haben die eigentlich auch dann Musketen? Warum heißen die Musketiere? Weil die Musketiere von diesem Krieg sind ja wahrscheinlich wegen ihrer Musketen Musketiere. Ja, aber ich glaube, dass die Vorstellung, die du von Musketieren hast, eine sehr romantische ist. Ja, das ist ja gerade meine Frage. Ich glaube, dass die Musketiere Musketiere heißen, weil sie mit Musketen die Leute musketieren. Ja. Okay, aber die quasi Degen-only ist quasi nur Hollywood. Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich glaube, dass das wahrscheinlich nicht allgemeingültig ist. Okay, danke. Die Musketiere waren eine Truppengattung der Infanterie, die ursprünglich mit Musketen bewaffnet war. So, hast es. Danke, Wikipedia. Jürgen, liest mal wieder ein Wikipedia. Okay, den Rest spare ich mir. Den Rest spare ich mir. Karl genießt das einfache, aber anstrengende Soldatenleben, das bunte Treiben, das Marschieren, das Abenteuer und die Tatsache, dass die Kompanie ein eigenes Jagdrevier zur Pacht hat, was er auch ausgiebig nutzt. Okay. Die Offiziere und Kameraden danken ihm sein Jagdgeschick und sehen großzügig über die Tatsache hinweg, dass das viele Wild, das der Stülpner über die Zeit anschleppt, unmöglich alles aus dem kleinen, ihm zugewiesenen Revier stammt. Ich habe wieder einen Bison gefangen. Das kommt wirklich aus dem kleinen Wald. Ja, ja. Ein Einhorn. Aber Karl hat seine Lektion gelernt und geht beim Wildern etwas vorsichtiger vor. Und so, dass ihm nichts nachgewiesen werden kann. Für ihn ist es hauptsächlich, glaube ich, auch so ein ich erkenne menschengemachte Grenzen nicht an Ding. Also Es ist gar nicht so, dass er jetzt kriminell sein will oder irgendwie blutrünstig ist, sondern es ist Grenzen interessieren mich einfach nicht. Das Leben meint es in der Zeit ziemlich gut mit ihm. Er darf kurzer Hinweis, das ist ja eigentlich eine mega bizarre Weltanschauung oder Ansicht für den Soldaten. Naja, es ist ja jetzt auch nicht so, dass er aus Überzeugung Soldat ist. Nee, ich weiß schon. Aber ihm geht es trotzdem gerade eigentlich ziemlich gut. Er darf jetzt mehr oder weniger offiziell jagen. Er hat immer ein gutes Stück Fleisch auf dem Teller. Er bekommt viel Urlaub und auch viel Anerkennung von seinen Kameraden und tatsächlich auch den einen oder anderen extra Groschen. Obendrein findet er viele Freunde, auch in den Reihen der Vorgesetzten. Okay. Und dann geschieht es doch noch. Er vergisst bei der Verfolgung eines Hirsches die Umgebung um sich herum und hat prompt eine Flinte im Rücken. Er ist verhaftet. Er wird kein Stück Wild mehr schießen. Es ist aus mit ihm, Stülpner. Aber so leicht kriegt man einen Karl Stülpner nicht. Der fährt herum, duckt sich unter der Waffe weg und schlägt sie dem Verfolger aus der Hand. Wow! Dann greift er das Schießeisen und drischt mit dem Kolben auf den überrumpelten Burschen ein. Karl kennt den Mann. Es ist der Ziegler. Und das ist der Förstersbursche aus dem Revier, in dem er gerade unerlaubterweise unterwegs ist. Okay.
Der Ziegler, der seit Wochen in den Gasthäusern Land auf, Land ab damit prahlt, den wildschützenden Stülpner zu stellen. Also der läuft schon die ganze Zeit rum und gibt an. Ja, so den Stülpner, den schnapp ich mir. Und eigentlich wissen alle, was er da tut. Aber es konnte ihm keiner so recht nachweisen bisher. Kurzer Hinweis. Jetzt habe ich eher das Gefühl, die Person wird mal so die ikonische Darstellung oder besser die Inspiration für die Figur vom Der Wilderer im Bauerntheater. Das wo du dann immer so den, ja, der Wilderer und der kommt und oder will dann was mit der, keine Ahnung, einen schönen Christel anfangen, wie auch immer. Ich will jetzt noch gar nicht so viel voraussagen, aber das ist schon relativ nah dran. Also das geht alles in so eine Richtung und da ist ja auch viel, da hat ja vieles gemeinsame Wurzeln, naja, was das angeht. Da reden wir später drüber. Ich spekuliere mir nur gerne, weil wir wissen ja nicht, wo die Reise hingeht. Im Moment fotzt er der auf jeden Fall den Ziegler mit dem Gewehrkolben ordentlich her. Ja? Mhm. Und zwar so lange, bis der andere am Boden liegt und hilflos winselt. Fränkisch, fotzen, zusammenschlagen, verprügeln. Ist das fränkisch? Ja? Ist das bayerisch. 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 Er nimmt dem Ziegler noch das Versprechen ab, Karl nicht zu verraten, jagt gar niemals mehr über ihn zu sprechen und jagt ihn dann schließlich davon. Aber wenn jetzt so ein Förstersbursche grün und blau geschlagen zu Hause ankommt, dann wirft das natürlich Fragen auf. Ja, doch. Und so kommt es, dass Karl sich kurz darauf vor Gericht verantworten muss. Im Zeugenstand versucht Ziegler erst auszuweichen, denn er hat ja eigentlich sein Wort gegeben, nichts zu sagen. Ja. Aber er knickt dann schlussendlich ein und erzählt die ganze Geschichte. Für Stülpner heißt es, er landet in strenger Verwahrung in der Hauptwache seines Regiments. Für 32 Wochen, in denen er insgesamt 22 Mal befragt wird. Wow! Er soll seine Abnehmer und seine Helfer verraten im Austausch für Hafterleichterung. Also Wildern ist ein schwerwiegendes Verbrechen in der Zeit. Ist da noch ein König am Start? Weil wir sind ja königliche, also quasi die Jagdgebiete wurden ja wahrscheinlich vom Adel halt quasi verteilt. Naja, von einem Kurfürsten in, ja, genau, in der Gegend. Das ist halt also immer noch das Ding. Genau, also das sind halt, die Gebiete sind halt recht stark aber das aufgeteilt. Ist, was ich mir jetzt gerade gedacht habe, dass man neigt immer dazu, dass wenn jemand der offensichtliche Hauptprotagonist ist, dass man sich immer denkt, oh, er darf nicht erwischt werden und bla bla. Aber im Wesentlichen hat er halt einfach wissentlich das Gesetz gebrochen und hat dann denjenigen, die ihn gestellt hat, halt noch übelst verdroschen. So das, also letztendlich ist es nur in Ordnung, dass er jetzt vor dem Gericht landet. Ey, du hör mir mit deinem scheiß Gerechtigkeitssinn, ey. Du, vor der Daune. Naja, ich route ein bisschen für ihn, weil er ist halt irgendwie so ein bisschen auch ein Stück weit der Underdog, halt aufgrund seiner Herkunft und weil er halt diesen Traum, ich möchte Jäger werden, einfach realistisch gesehen nicht erreichen wird in der Form. Was ich schön finde beim Philipp ist, und ich höre mir tatsächlich unsere alten Folgen an, dass er immer so diese Hoffnung noch hat. Ja, so, bis dann irgendwann den Genozid von so und so ausgelöst hat. Sie hat so, ihre sieben Kinder mit Arsen vergiftet. Ja, ja. Aber sie war doch eigentlich eine ganz nette Frau. Ja. Also wir werden sehen, wo das hinführt. Ja, noch. Ja, aber ich mag auch echt gerne Filme, wo sich dann rausstellt, irgendwie, dass der Protagonist einfach kein guter Mensch ist. Also ich mag diese Brüche auch, selbst zu erleben und ich route erst noch für eine Figur, wo ich danach halt denke so, oh. Also ich mag diesen Moment auch wirklich. Also wenn du auf sowas stehst, hast du A Gone Baby Gone gesehen? Nein. Von Ben Affleck? Mm-mm. Schau den an. Okay. Dann kann ich zurückempfehlen, Wahnsinnig verliebt. Mit furchtbare wem? Deutsche Untertitel, nicht Untertitel, doch. Synchronisation. Zweiter Titel, wie nennt man das auf Deutsch? Ach so. Wenn ein Film wie einen zweiten Titel hat, nochmal drunter. Zweiter Titel. Aber ja, ich weiß, was du meinst. So Unterüberschrift sozusagen. Untertitel. Genau. Ja. Mit Audrey Tautou. Ah, okay. Die auch Amélie gespielt hat. Die verwerfte. Und die spielt, Achtung, ich spoiler ab hier. Nein. Die spielt eine Frau. Wie halt einfach nicht auf mich hört. Die eine Liebesaffäre hat mit einem Mann und am Schluss verhält sich der Mann aber mega abweisend und du denkst so, hä, was ist denn alles? Und es eskaliert alles am Schluss, wird auch richtig schlimm und dann spult der Film zurück und du siehst den kompletten Film nochmal aus seiner Perspektive und du merkst, dass sie einfach mega viele Sachen missverstanden hat und danach einfach so einen Tick hat, dass sie denkt, er liebt sie dabei, will er in Ruhe gelassen werden und es wird so richtig stalking-mäßig. Das ist so ganz creepy, weil du hast die erste Hälfte mitverfolgt und so drei Viertel des Films ist mega süß und dann wird so, komisch. Und dann siehst du aber alles nochmal aus seiner Perspektive. Aber sehr cool. Warum genau hast du jetzt den Film eigentlich gespoilert, obwohl ich dir gesagt habe, du sollst es nicht spoilern?
Weil ich jetzt nicht glaube, dass du den anschaust. Aber das Volk da draußen? Dominik, du kannst beim Anhören später das Stück einfach überspringen. Genau. Okay, weiter. Also, wir haben ja einen inhaftierten Stülpner, ja? Ja. Ihr erinnert euch, wir haben vor einer halben Stunde mal grob über so einen Typ geredet. Es ging irgendwann um einen Förster. Stand in die Wikipedia. Wichtig ist an der Stelle, dass er seine Kumpels nicht verpetzt. Also ja, er ist integer, glaube ich, nennt man das. Ne? Aber kurze Frage, da würden ja schon ein paar Köpfe rollen, auch ein Stockwerk drüber. Ganz genau. Die Lage bringt nämlich jetzt auch seine Vorgesetzten in Schwierigkeiten. Genau. Sollte Karl nämlich irgendwann singen, haben die ein echtes Problem. Ja, nicht, dass die jetzt auf die Idee kommen, wir machen den weg. Interessanter Ansatz. Aber ich hätte es jetzt so eher gesehen, es gibt einfach eine Menge an Leuten, Karl eingeschlossen, die höchst interessiert daran sind, dass der Gefangene aus dem Gefängnis kommt. Also du hast jetzt die drastischere Variante vielleicht. Aber dann wäre die Geschichte zu kurz für meinen Geschmack. Der Philipp ruft eher den Mr. Wolf an. Die Offiziere drehen das jetzt so, dass Karl bei der nächsten Manöverübung als Gefangener mitkommen darf. Das finde ich spektakulär. so total blöd. Der hat so einen Käfig aus Holzstäben, der aber so leicht ist, dass er ihn hochheben kann und drin rumläuft und läuft immer damit drin rum. Ja, so ähnlich, glaube ich, ist es. Aber also sie verargumentieren das mit, dass im Ernstfall kann es ja auch kommen, dass man Gefangene transportieren muss und deswegen darf er jetzt bei der Manöverübung als Gefangener mit. Sie legen ihn in Ketten und packen ihn auf einen sogenannten Bagagewagen, also wo hier die Ausrüstung so normalerweise mitfährt. Ja. Und bei der Gelegenheit steckt ihm einer seiner Kameraden eine gesammelte Kollekte von 20 Talern zu. Ich habe jetzt gerade einen Schlüssel. Das ist jetzt erstmal das Schweigegeld, das ihm hier vorgestreckt wird. Und bei einer feiertäglichen Rast lässt man Karlchen dann für eine Weile mehr oder weniger versehentlich unbeaufsichtigt. Also ich glaube, er geht sogar tatsächlich zum Pinkeln, wo sich dann einer mal irgendwie wegdreht. Und er nutzt es natürlich und rennt davon. Hoch. Und weil jetzt gerade Feiertagstrube ist und alle so ein bisschen hier am Trinken sind und irgendwie hat jetzt keiner so recht Bock, irgendwie dem nachzurennen. Ja. Und deswegen dauert es ein gutes Stück, bis man überhaupt die Verfolgung aufnimmt. Okay. Ach, lauf du ihm nach. Boah, nee, du, ich trinke erst noch aus. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Die Regimentsliste verzeichnet. Karl Heinrich Stülpner, 74 Zoll, 24 Jahre, unverheiratet, ohne Kinder, gedient 5 Jahre und 7 Monate, desertiert am 3. Juli 1785 auf dem Rückmarsch. Im Marschquartier Simselitz, Außenarrest, beim Stab desertiert. Mhm. Der nun offiziell gesuchte Karl flüchtet nach Ungarn. Ja, aber macht's das nicht alles noch viel schlimmer, wenn er jetzt nochmal geschnappt wird? Ne, ist jetzt nicht so richtig super. Naja. Super ist anders. Sagen wir es mal so. Deswegen flüchtet er auch nach Ungarn. Erstmal klingt es nach einem guten Move. Wo sich das nicht so schnell hin rumspricht, dass die man. Die Frage ist eher, was macht der sprachlich? Aber Ungarn ist zu dem Zeit verbündet oder Feind? Also Deutschland-Ungarn? Nee, ist kein Feind. Also das ist, die genauen Verhältnisse kann ich dir jetzt nicht darlegen. Aber okay, weil Österreich-Ungarn war ja zeitlang zusammen. Ja, aber das ist ja gerade auch Frieden. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwo gerade du sofort erschossen wirst. Du konntest ja nicht so easy peasy von einem. Okay, gut, weiter. Ja, Ungarn it is. Ungarn nach Ungarn. Und wahrscheinlich verdingt er sich in einigen illegalen Aktivitäten, bis er da überhaupt erstmal ist. Nimmt dann aber in Ungarn eine Stelle als Jäger an. War? Ja. Er kriegt er. Also wow. Da ist es jetzt vielleicht nicht der herrschaftliche Hofjäger von irgendwie einer großen Burg, aber gibt es halt irgendwie Jägerposten. Und damit hat er eigentlich ja seinen Traum erreicht. Cool. Aber und auch den Namen mit den Umlauten können die da problemlos schreiben. Ja, aber es bringt ihm natürlich auch einige Gewissensbisse ein. So, was soll er jetzt machen, wenn er einem Wilderer begegnet? Wie soll er sich dann verhalten? Wir machen halb. Als Jäger ist es ja eine seiner wichtigen Aufgaben, das Wildern in seinem Gebiet in seinem Revier zu unterbinden. Aber seine moralischen Grundsätze und seine Vergangenheit erlauben ihm das eigentlich nicht. Mhm. Von daher dauert es nicht lange, bis er die Stelle wieder hinwirft und bis er dann nach Norden wandert. Erst nach Österreich, dann nach Tirol, in die Schweiz, nach Bayern, nach Baden, nach Hessen und all das, zumindest wenn man seiner Biografie glaubt, ohne besondere Abenteuer zu bestehen. Also der wird nicht einkassiert, nicht geschnappt, nix. Keiner weiß so genau, was er in der Zeit treibt. Also ich glaube tatsächlich, dass er irgendwo sich nochmal kurzzeitig, es gab so eine Geschichte, das konnte ich jetzt aber nicht genau verifizieren, wo er an so einer Kaserne mit Pferden irgendwie vorbeikommt und sich denkt, oh, das mit den Pferden ist ja irgendwie ganz schön. Ich glaube, die Dragoner waren es. Mhm. Und dann schreibt er sich da irgendwie nochmal ein und das gefällt ihm dann aber irgendwie doch nicht und dann wird er da auch geht er da auch wieder stiften.
1790 rum steht er jedenfalls wieder in Scharfenstein. Er hofft, wie alt ist er gerade? Pass doch auf, wann er geboren ist. Freuen wir da 25. 62, glaube ich, ist er geboren. Gut. Also dann ist er jetzt 28. Okay. Einmal frei. 1790 rum steht er wieder in Scharfenstein. Er hofft, dass seine Missetaten bereits vergessen sind. Und tatsächlich, obwohl die Obrigkeit von seiner Rückkehr erfährt, lässt man die Dinge erstmal einfach laufen. Solange Karl sich nichts zu Schulden kommen lässt, ist also erstmal alles gut. Ui, okay. Im Mai des Jahres rebellieren die Bauern in der Gegend um Scharfenstein. Erst gegen das Wild, das Äcker, Felder und Ernten ruiniert, dann aber auch gegen die Gutsherren und den Frondienst. Der Aufstand hält insgesamt nicht lange an, also es wird schnell wieder niedergeschlagen, ja. Aber die Unzufriedenheit in der Bevölkerung bleibt. In einer solchen Situation kann man einen, der auch nicht viel auf die Obrigkeit gibt und der zudem noch ein ausgezeichneter Wilderer ist, ganz gut erleiden. Und Karl wildert jetzt im ganz großen Stil. Er dehnt sein Gebiet aus, er leitet als Anführer eine kleine Bande von Gleichgesinnten und er jagt, was das Zeug hält. Also er ist jetzt quasi der große Freund der Bauern, weil die haben das Problem, dass das Wild ihnen die ganze Ernte kaputt macht. Ja, ja. Und er ist jetzt der, der zum einen das Wild von den Äckern fernhält und zum anderen auch noch was zu essen auf den Tisch bringt. Allem frei. Als 1789 die Franzosen die Bastille stürmen, sind die Auswirkungen kurz darauf auch im Erzgebirge zu spüren. Wieder sammeln die preußischen Werber im Auftrag der Fürsten im großen Stil Freiwillige für die Armee ein. Denkt euch mal Anführungsstriche bitte um die Freiwilligen. Mhm. Wieder stehen die Soldaten bei Stülpner in der Stube. Und dieses Mal fliegen auf dem Schlachtfeld keine Kartoffeln, sondern scharfe Kugeln. Mhm. Die Franzosen kämpfen für die Sache, bis aufs Blut. Das ist ein ganz anderes Kaliber an Gegner, als Karl es gewohnt ist. Ja. Random Fact, bei der Kanonade von Valmy steht Karl mit auf dem Schlachtfeld, während nur einen Steinwurf entfernt Johann Wolfgang von Goethe über die weltgeschichtliche Bedeutung dieser Auseinandersetzung und das Kanonenfieber sinniert. Mhm. Oh, was ist denn Kanonenfieber? Naja, das ist halt so die der Modus, in dem du da als Soldat verfällst, okay, quasi. Und Goethe ist auch mit am Schlachtfeld, aber er sitzt halt im als gehobener, ich weiß nicht, Offizier auf so einem Tennis-Richterstuhl. So ungefähr. Und 40-30. Er macht sich Zero Love. Doppelfehler. Silence, please. Und er setzt sich halt auf einer philosophischen Ebene mit dem Thema Krieg auseinander, während sich halt nebenan die Leute irgendwie die Kugel. Eher mit einem praktischen Auseinandersetzen. Die Kugel ist ein Erdbeer mit Sahne. Nachdem Karl 1793 einige vertraute Kameraden verliert und durch ein Bajonett leicht verletzt wird, besorgt er sich unberechtigterweise einen Invalidenpass, also so schwer verletzt war er nicht, und entfernt sich einmal mehr unerlaubt von der Truppe. Je weiter er die Frontlinie hinter sich lässt, desto knapper wird sein ohnehin schon knappes Budget, also okay, seine Kasse. Und danke, dass du das Wort Budget nochmal für uns erklärst. Ich habe hier was anders gelesen, als ich aufgeschrieben habe und habe es versucht im Kopf zu... Ach, vergesst es einfach. Und je weiter er geht, desto geschickter wird er auch im Erzählen und Ausschmücken seiner Kriegsgeschichten im Tausch gegen Unterkunft und Essen. Also er wandert jetzt langsam gegen Heimat und überall, wo er hinkommt, er ist dann irgendwann pleite, aber setzt er sich in die Wirtschaft, in ein Kloster, auf ein Rittergut und erzählt den Leuten seine Kriegsgeschichten und lässt sich Unterkunft geben, lässt sich was zu essen, lässt sich Wein einschenken. Und er wird darin ziemlich schnell, ziemlich geübt und das Publikum ist da ganz angetan von seinem Soldatengarn. Also er ist ein guter Storyteller. Sozusagen. Er ist ein guter Erzähler. Mhm. Und als er fast wieder zu Hause ist, war in seinen Ausführungen dann auch nicht mehr, war er nicht mehr der, der von der Armee gezwungen wurde, irgendwie in den Krieg zu ziehen und dann verwundet und fahnenflüchtig geworden ist. Sondern er ist freiwillig gegangen und ein Held. Und sondern er war aus Überzeugung eingetreten, hatte nach heldenhaftem Kampf eine beinahe tödliche Verletzung erlitten und war daraufhin vom Herzog höchstpersönlich in allen Ehren entlassen. Mhm. Immer die Nummer größer machen. So sieht's mal aus. Ostern 1794 steht er also ein weiteres Mal zu Hause in Scharfenstein. Er und seine Zuhörer mögen seinen Bullshit glauben, die Preußen sind aber bei Fahnenflucht ziemlich nachtragend. Ich bin voll nachtragend. Der wieder einmal gesuchte Stülpner braucht jetzt dringend einen Ausweg aus diesem Dilemma. Denn zu allem Überfluss hat der mittlerweile 34-Jährige auch noch die 18-jährige Tochter des Ortsrichters geschwängert. Hoppala! Und die will mit ihm ein ehrbares Leben anfangen. Der alte Wildere. Das ist ja ein ganzer Wilder. Das ist nicht sein Revier gewesen. Ja, aber er ist tatsächlich angetan von der Johanne Christiane und er möchte für sie sogar sein Wildschützendasein aufgeben und mit ihr eine Familie gründen. Hm. Ja, Tatsache. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie soll das gehen? Ich meine, er ist ein gesuchter Verbrecher. Und der Richter findet es bestimmt auch nicht ganz so gut. Der Richter findet es auch nicht ganz so gut. Aber es soll ungefähr so gehen.
Karls Hanne Christiane setzt einen Brief auf und steckt ihn heimlich dem Burgpächter Philipp zu. Also der jetzt mal so für das Gebiet in erster Instanz verantwortlich ist. Hallo, ich bin's, ein Burgwächter. Und in diesem Brief bittet sie den Burgpächter, des Nachts zu einer geheimen Unterredung in den Wald zu kommen. Ach, Burgpächter? Ich habe Burgwächter verstanden. Nein, den Pächter. Ah. Schmeißt ihn zu Boden. Zu Boden. Und der Philipp, der Burgpächter, der kommt natürlich, der folgt dieser Einladung und er ist aufgebrezelt bis in die Haarspitze. Hallo, vielleicht geht was. Also ich vermute mal, er hat eine bestimmte Erwartungshaltung an dieses Treffen. Und das lässt ihn umso überraschter aus der Wäsche gucken, als plötzlich Karl Stülpner mit gezücktem Gewehr vor ihm steht. Ich hoffe, ich kann Mau Mau spielen. Hey, Moment! Mau Mau? Mau Mau? Warum nicht? Warum nicht? Jetzt ist Philipp, meinetwegen auch 66. Jetzt ist Philipp, der Burgpächter, ihr erinnert euch, ein verständnisvoller Mann und er hat immer ein offenes Ohr für die Nöte seiner Untertanen und er hört jetzt dem Karl erstmal zu, er bleibt auch nichts anderes übrig. Ich wollte gerade sagen, wenn du mit einer Waffe bedroht wirst. Aber ja. er lässt sich mit ihm auf einen Deal ein. Wenn Karl sich freiwillig wieder zum Regiment in Chemnitz meldet, dann verspricht Philipp im Gegenzug eine Unterredung mit dem Patronatsherrn von Einsiedel anzubahnen, also mit der nächsthöheren Instanz sozusagen. Und zwar so, dass er sich beim Landesherrn, also bei der nochmal nächsthöheren Instanz, für eine Begnadigung Stülpners ausspricht. Okay, klingt unwahrscheinlich. Vor allem, wenn du eine Knarre vorgehalten bekommst, ja, das ist versprichst halt einfach alles, das oder? Ist halt genauso wie der andere, der mal versprochen hat, dass er nichts verrät, dass er den Kolben in die Fresse gekriegt hat. Wobei auf der anderen Seite, was juckt aber den? Auf der anderen Seite, was will er machen? Wenn also du einen besseren Deal bekommt einer wie Stülpner so schnell nicht wieder. Der Stülpner auf jeden Fall. Und gleich werden wir wissen, wie es ausging. Ja, tatsächlich. Nach dieser kurzen Werbeunterbrechung. Woher weißt du das, Dominik? Auch beim Thema Werbeunterbrechung hat der... Oh, wir haben was vergessen, Jürgen. Wir sind quasi jetzt tatsächlich vor unserem ersten Podcast-Sponsor. Nein, weil, bitte, nein, also, du musst jetzt wieder jetzt pass auf, jetzt pass auf. Was kommt jetzt? Jetzt habe ich Angst. Ein ehemaliger Arbeitskollege bei uns hat jetzt bei Casper angefangen. Ja, und hast du da schon was klar gemacht? Ja, ich habe doch... Hey, du hast es schon geliked auf Facebook. Hat angefangen bei Casper zu arbeiten und ich habe geliked und habe nur drunter kommentiert, @Jürgen. Ich glaube, wir haben erstklassige Kontakte für unseren ersten Sponsor und dann hat er nur so ein Lachen. Ich hab übrigens mir ein neues Kissen gekauft, nicht von Casper und finde es mega gut. Ich habe eine Matratze gekauft von bett1.de. Ja, ich auch. So viel dazu. Wollen die uns sponsoren? Hey, Casper, wollen die uns nicht, nicht sponsoren? Oh Mann. Aber gut, okay, also. Wurscht. Hier, Deal. Werbung Ende. Tatsächlich findet das Gespräch bald sogar statt. Also das Gespräch mit dem Herrn von Einsiedel. Hey, hätte ich gar nicht gedacht. Zwar unter ganz ähnlichen Umständen, also heimlich nachts im Wald mit gezückten Pistolen. Das wird nicht besser. Aber trotzdem verläuft es eigentlich ziemlich positiv. Ja? Vielleicht finden die das alle mal witzig. So, hoho, ein Gesell, er bedroht mich mit einer Waffe. Hoho, wie aufregend. Wie aufregend, davon muss ich dem Baron erzählen. Ja gut, in Zeiten von Kartoffelkriegen ist das irgendwie alles, ist das alles noch so ein bisschen, da hat man glaube ich echt auch noch so ein bisschen bei sowas, trotzdem Respekt voreinander. Wenn ich verstehe, das klingt jetzt komisch, ne? Aber ist eine ehrbarere Zeit, meinst du? Ein bisschen, ja. Also der Darf ich vorhin nochmal an den Krieg erinnern mit den Kanonen? Von daher, ja, das hier hat nicht alles so negativ jetzt. Der Herr von Einsiedel hat auch noch den Rittmeister Zinski im Schlepptau. Und die beide lassen sich dann doch vom Guten im Karl überzeugen. Und sie stellen wirklich in Aussicht, versprechen hoch und heilig, dass sie sein Anliegen mit zum Hof nach Dresden nehmen. Okay. Aber dort laufen die Uhren natürlich entsprechend langsam und das heißt, er muss sich jetzt erstmal eine Weile ruhig verhalten und er sollte sich vor allem nichts zu Schulden kommen lassen. Und sie würden derweil eben in die nächstgrößere Stadt reiten und versuchen dort die Sache ein für alle Mal zu klären. Damit Karl nicht wieder in Versuchung geführt wird, sagen sie ihm sogar außerdem noch eine regelmäßige Unterstützung in Form von Geld und Getreide zu. Also sie glauben wirklich daran, dass er, die Kurve kriegen würde, wenn er nur eine Chance kriegt. So, es ist ja wirklich so, dass er einen denkbar schlechten Start ins Leben hatte und deswegen da ist, wo er ist. Und so ganz schlimm, also ich meine, Wildern ist ein schlimmes Verbrechen, ja. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte er irgendwen umgebracht oder irgendwen entführt oder irgendwen ertränkt oder also, sonst was. Was mich aber tatsächlich wundert, ist, dass ein einzelner Mensch so viel wert war zu der Zeit. Ja. Also letztendlich haben wir jetzt schon ein paar Mal, aber dann glaubten sie noch, dass er noch die Kurve kriegt, aber dann gaben sie ihn nicht auf. Und vor allem auch niemand von irgendeinem Stand. Ja, also ich bin etwas verwundert. Nicht mal jemand mit einer Ausbildung oder ähnliches. Ja. Ich meine, das Einzige, was ich mir eingehen lasse, ist, wenn der so ein bunter Hund war, dass der so bekannt war, dass man sagt, alles klar, wir wollen den haben, weil der ist so eine, ich sag jetzt mal, so eine Legende fast schon.
Und wir wollen halt zeigen, dass... Ja gut, aber selbst als er kleiner Junge war, war er das schon, dass ihm noch quasi... Ja, ja, aber jetzt Türen offen gehalten lassen wurden. Naja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Stimmt. Da kann ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Nee, spare ich mir. Kurze Zeit später. Es muss so der 12. oder 13. Oktober 1795 sein. Ist Karl des Nachts auf dem Weg von seiner Hanne Christiane nach Hause. Heißt die Hanne minus Christiane? Sie heißt Johanne Christiane, aber er nennt sie immer Hanne Christiane. Okay. Da fällt ihm eine Rotte Soldaten ins Auge. Was ist eine Rotte? Na, halt so ein eine Ansammlung. Ein okay. Haufen. Mit ungutem Gefühl beobachtet er die Situation aus sicherer Entfernung und sieht zu, wie sich der Trupp bei seiner Mutter in die Stube stürmt. Die Uniformierten gehen dabei reichlich rücksichtslos vor, sodass der Hauswirt einen Schlaganfall erleidet. Und als die Eindringlinge nach einem Schuss in den Kamin feststellen müssen, dass der Karl wirklich nicht zu Hause ist, zerren sie auch noch die greise Stülpnerin aus dem Bett, um sie mit unangenehmen Fragen zu löchern. Schießen in den Kamin? Naja, sie suchen das ganze Haus nach ihm ab und das ist der letzte Ort, wo er theoretisch sein könnte. Okay. Und deswegen schießen sie in den Kamin. Und dann bedienen sie sich noch an der Räucherkammer und an der Unterwäschekommode, konfiszieren außerdem Karls Jagdutensilien und ziehen ziemlich sauer, aber unverrichteter Dinge wieder von da. Oh, Frauenunterwäsche, die nehme ich mit. Aber die Soldaten beobachten weiterhin das Haus und stellen auch an strategischen Punkten im Ort Wachen auf. Und nur wenige Minuten später ist Scharfenstein mehr oder weniger abgeriegelt. Okay, alles klar. Also den einen cachen. Sie meinen es ernst, ja. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Karl ist zum Glück aber mehr als ortskundig. Und zum Glück hat er seine gute doppelläufige Flinte nicht zu Hause versteckt, sondern immer bei sich. Nee, aber zumindest an einem sicheren Ort. In einem hohlen Baum. Könnte sogar sein, ne? Nee, Quatsch. Das war früher. Früher hat er im Wald diese, die er von seinem Opa gefunden hatte, die hat er aus dem Haus geschafft, in einem hohlen Baum versteckt. Habt ihr John Wick gesehen? Nein. Beide Teile sehr empfehlenswert. Und das, als John Wick wird gespielt von Keanu Reeves und er hat sich im Wesentlichen geschworen, dass er halt quasi nach dem Tod seiner Frau seine Karriere als unglaublicher Killer quasi aufgibt. Und ist so ein total übertriebener Perfektmensch. Also, keine Ahnung. Und dann auf jeden Fall sein Hund umgebracht. Genau, oder? Sein Hund wird umgebracht. Das ist so das finale Ding, dass er halt dann gegen die russische Mafia zieht. Und was er da macht, ist, er geht in den Keller und es gibt auch so, keine Ahnung, normalerweise hast du, dass er den Teppich wegmacht und drunter ist so eine Falltür und da ist dann irgendwas, was halt versteckt wurde. Und was er aber macht, ist halt ein Vorschlaghammer und hämmert erstmal auf und das ist halt so eine total martialisch geile Szene, wie er dann seinen Waffenkoffer aus diesem Ding rausholt, nachdem er aufs Männlichste da aufgeklopft hat. Und ungefähr so steht mir das vor. Mhm. Ja, aber ganz so weit sind wir noch nicht. Also er schleicht jetzt erstmal im Schatten der Häuser und Zäune bis ans Ufer der Zschopau. Dann klettert er im Untergebälk der Brücke an einem Wachposten vorbei, über den Fluss, und schleicht sich dann durch die Uferböschung aus dem Ort. Das klingt gerade alles, als würde man es später mal an einem Theater inszenieren. Ja? Ja. Macht man da sowas? Hat man da so viele Flüsse? Nein, ich meine aber so diese, die ganze Story mit dem, er hat eigentlich eine Frau, er wird hintergangen, also so. Ach so, meinst du, okay, ja. Ich überlege gerade, wie heißt denn das Stück? Das Gasthaus im Spessart, glaube ich, das erinnert mich gerade ein bisschen daran. Ich kenne nur das Spukschloss im Spessart. Vor dem hatte ich mega Angst als Kind. Okay. Und was ist das? Das ist so ein ganz alberner Gespensterfilm, wo dann die Geister in dem Schloss irgendwie mit dem Kopf von dem einen Gespenst Fußball spielen und so. Das ist eigentlich eine Komödie. Ja. Aber ich hatte mega Schiss als Kind. No. Schön. Also er schleicht sich aus dem Ort und geht in den Nachbarort zu seinem Patenonkel, wo er seine Flinte versteckt hat. Und er hat jetzt die Flinte, aber keine passenden Kugeln. Aber da er jetzt nicht der Dümmste ist, schnitzt er sich die einfach schnell. Aus so. Holz? Nee, also irgendwie. Aus Blei ist ja relativ weich, glaube ich, oder? Ja. Vorsichtig klopft er auch bei den Nachbarn, von denen dann einer rüber zur Stübnerin geht, um sich nach ihrem Wohlbefinden zu erkundigen. Und er findet raus, dass es ihr wohl ganz gut geht, dass es der Hauswirt aber nicht überleben wird. Mhm. Oh je. Das macht ihn natürlich sehr, sehr wütend. Könnt ihr euch vorstellen, seine Narbe auf der Stirn schwillt rot an und das kann er jetzt so nicht auf sich sitzen lassen. Super Saiyajin. Der Nachbarspitzel erzählt weiter, dass die Soldaten den ganzen Ort besetzt halten und dass die Beamten und Offiziere aber allesamt oben in der Burg Scharfenstein hocken. Also schleicht er sich auf heimlichen Wegen wieder zurück. Und jetzt würde er ja im Theater irgendeinen tollen Clou machen, einen Trick, dass er sie einsperrt und dann plötzlich erpressen kann. Du solltest nicht so viel reden, Philipp. Er schleicht sich auf heimlichen Wegen zurück nach Scharfenstein und den Burgberg hinauf. Und am liebsten würde er einfach nur alle über den Haufen schießen, aber dafür ist er viel zu klug.
Also bezieht er vor dem Burgtor im Schutze einer kleinen Baumgruppe Stellung. Und er beobachtet. Und er lauert. Und er wartet auf seine Gelegenheit. Und seine Gelegenheit, sich all der Unterdrückung und all der Ungerechtigkeiten seines Lebens zu erwehren. Die Gelegenheit kommt in Form von zwei Soldaten, die aus der Burg hinaustreten. Die haben jetzt zufälligerweise auch noch seine Jagdsachen im Gepäck. Oh. Also stellt er sich mit gezogener Flinte in den Weg. Her damit. Her damit. Also die waren gerade auf dem Weg, das zum Gericht zu bringen. Ja. Mhm. Die beiden kennen den Stirner und deswegen wollen sie sich, glaube ich, auch nicht so richtig mit ihm anlegen. Und sie geben ihm mehr oder weniger problemlos diese Jagdsachen zurück und machen auf dem Absatz kehrt und gehen zurück in die Burg. Auch hier wieder ein, warum soll ich mich für eine Knarre mit irgendeinem Typ anlegen? Auch? Ganz genau. Und während dieser Nummer besteigen aber gerade ein paar Reiter im Burghof ihre Pferde. Und Karl erkennt so aus der Ferne den Oberförster und seine Adjutanten. Und damit weiß er auch, wer ihn jetzt eigentlich gelingt hat. Mhm. Weil er hatte ja eine Vereinbarung mit dem Burgherrn, ja, yeah. Ihr erinnert euch. Und der ist tatsächlich auch losgeritten. Und in der Zeit war jetzt aber der Oberförster mehr oder weniger hier so der Ranghöhe, der das Sagen hat im Ort. Wow, Parallelen zu Robin Hood. Und er hat jetzt das Ruder in die Hand genommen und ja. Die Jagd auf Stirner eröffnet. Mit dem bösen Sheriff von Nottingham. In Nottingham. Und jetzt kommen die Reiter aus der Burg und auch denen stellt er sich mit der Flinte im Anschlag in den Weg. Sagt, halt, kehrt Marsch, ruft er und feuert eine Schrotladung in die Flanke des vordersten Pferdes. Keine Angst. Er tut das so kontrolliert, dass er den Gaul nur erschreckt und ihn nicht mehr als einen Kratzer zufügt. Mhm. Die Reiter machen aber auf dem Absatz kehrt und sofort in die Burg zurück. Auch hier wieder, warum auch nicht? Warum auch? Naja, also mal blöd gesagt, so eine Burgmauer hält dich ja vor einem irren Typ locker ab und du bist zumehrend. Warum sollst du dich allein dumm rausrennen und dich dem stellen? Ja, aber ist doch geil. Also es sieht jetzt aus, als hätten wir, eine Ein-Mann-Burgbelagerung am Start. Ja. Und er baut dann auch ganz langsam so ein Katapult. Dauert ewig. Seit 4 Wochen. Und trotz einsetzendem Regen und dem Fehlen entsprechender Kleidung harrt Karl auf seinem Posten weiter aus. Es gibt jetzt auch kein Zurück mehr. Und glücklicherweise hat er jetzt seinen Jagdrock gerade zurückkonfisziert und kann sich zumindest den über seine nassen Kleider werfen. Und er hat jetzt auch die passenden Kugeln übrigens. Die hat er sich auch konfisziert. Jetzt hört Karl, wie jemand aus dem Fenster von der Burg in den Ort hinunterruft, dass Karl vor der Burg lauert und dass man den Delinquenten doch sofort festnehmen solle. Also unten stehen ja noch die ganzen Wachen im Ort. Und er hört es natürlich und er lacht sich halt einen Ast. Also, ich sag doch, das ist Theatermaterial gerade. Was man halt vermutlich auch bis in den Ort runterhört. So, er findet es sehr erheiternd. Dabei ist die Lage insgesamt eigentlich nicht so lustig. Jetzt wissen gut 2 Dutzend Soldaten unten in Scharfenstein ganz genau, wo Karl sich versteckt. Der wechselt die Stellung, denkt aber überhaupt nicht daran, das Weite zu suchen. Außerdem kennt er seinen Ruf ganz genau. Ihn umgibt der Nimbus, unbesiegbar zu sein. Dass Kugeln einfach von ihm abprallen. Oh. Ob er selbst dran glaubt oder nicht, spielt ja überhaupt keine Rolle. Aber er hat auf jeden Fall die Eier in der Hose, den Soldaten, die eben den Burgberg hinaufeilen, dementsprechend gegenüberzutreten. Geil. Also gegenübertreten. Er bleibt an der Stelle jetzt angesichts dieser Übermacht so ein bisschen im Schatten der Bäume. Super Prämisse gerade. Für einen Film auch, also für eine Actionsequenz gerade. Halt, ruft er und hey Kerl, wer es wagen mag, der mag auf mich feuern. Mich schießt keiner tot. Das ist eine Ansage. Das ist eins seiner berühmtesten Zitate. Ich glaube, so heißt auch ein Buch über ihn. Mich schießt keiner tot. Und die Soldaten sind gehörig eingeschüchtert. Tatsächlich wagt es keiner, Karl Stirbner aufs Korn zu nehmen oder irgendwie zu schießen. Ich treffe jeden, den ich will, ruft Stirbner und gibt einen Warnschuss in die Baumkrone über den Musketieren ab. Wow. Weil nicht nur seine Unverwundbarkeit ist legendär, sondern auch seine Treffsicherheit. Ich wollte gerade sagen, das ist erstmal Hochstatus definieren. Und nun vorwärts Marsch, Kerls, hinein zu euren tapferen Obern in die Burg. Und die Spuren aufs Wort. Ach, Schmarrn. Auch wieder hier, warum soll ich mir eine Kugel einfangen, wenn ich mir denke, hey, langfristig besiegen wir den locker, überhaupt keine Gefahr, aber warum soll ich mich... Naja, also das ist schon ein bisschen absurd. Das trotzdem gerade. Das Verhältnis von 12 zu 1 würde schon deutlich für dich sprechen und es sind immerhin Soldaten. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie die Bürgerwehr, die Freiwillige. Ja, das sind... Und er hat auch keine Gatling-Gun, dass er jetzt irgendwie 1000 Schuss auf einmal rauslassen könnte und nachladen. Ja, aber auf der anderen Seite, warum soll ich riskieren, dass einer fällt oder meinetwegen 2? Ich meine, dann legen halt alle an und schießen und dann ist der schon weg. Oder ich gehe halt in die Burg rein und denke mir, naja, über Nacht, der kann nicht ewig ausharren. Wir haben Vorräte, wir haben Schießscharten.
Aber auch hier bin ich wieder erstaunt, wie viel ein Menschenleben wert ist, weil so ein, also ich meine, die Generäle sind ja alle in der Burg. Da gibt ja niemand Befehle wahrscheinlich. Das würde auch ein Teil des Problems sein, das, was du gerade sagst. Ja. Ich glaube, das ist der Punkt. Ja. Wenn da jetzt ein rigoroser Adeliger oder General dabei wäre, ja, sagt, der, ich will ihn jetzt loswerden, der sagt dann anlegen, feuern. Ja. Okay. Aber dadurch, gut, dass die alle so zerflattert sind und alle nur in der Burg, passiert das halt nicht. Ja. Also jetzt hocken auch die anderen 12 in der Burg. So insgesamt sind da jetzt gut 3 Dutzend Mann. Das ist ein typischer Fall von jedes Mal, wenn ihr neu dazukommt, so ein Facepalm. Ja, ach, du auch, hi. Ja. Du auch hier. Also 3 Dutzend Mann hocken in der Burg und keiner wagt einen Ausfall. Super. Karl harrt Stunde um Stunde auf seinem Posten aus. Zwischenzeitlich überbringen ihm einige Kinder aus dem Dorf schöne Grüße von den Eltern. Vor allem aber warmes Essen und Trinken sowie Klamotten und Schnaps. Die Frage ist für mich, sympathisieren die gerade mit ihm, ja, natürlich, weil die Soldaten so ärschlich sind und das so rigoros vorgehen? Ich habe doch jetzt 2 Stunden lang gefühlt über die Situation erzählt, so dass der Unwillen der Obrigkeit gegenüber und die Ungerechtigkeit. Auf der anderen Seite, er hat ja wirklich die Frau geschwängert und. Ja, aber die sind doch ein Paar, die sind doch verliebt. Ja, okay. Das ist der verdammte Held der Story. Stimmt. Er möchte sein Leben für sie ändern. Ich wollte gerade sagen, hey, jetzt bin ich derjenige, der hinterfragt. Ich wollte gerade sagen, gerade du, Philipp, von dir hätte ich mehr erwartet. Liebe, Mann, Liebe. Karl ist jetzt schon ein Held. Er, der sich gegen die Obrigkeit auflehnt. In einem Geniestreich der gewaltlosen Eskalation. Naja, mehr oder weniger gewaltlos. Also. Bis auf die ganzen Waffen. Gewaltlos. Die Waffen. Und da Karl in der Vergangenheit immer großzügig mit dem geschossenen Wild umgegangen ist, sind die Dörfler jetzt nur zu glücklich, dass sie sich endlich für die vielen Gefallenen revanchieren können. Okay, das sehe ich sofort ein. Und dann erreicht ihn auch noch eine Nachricht von seinem Mädchen. Sie verspricht, zu ihm zu halten, egal wie die Sache ausgehen würde. So, hätten wir jetzt deine offenen Fragen alle geklärt? Das ist viel romantischer und schöner als das letzte Mal. Naja, sicher? Ich weiß nicht. Und so viel mehr Leben. In der nächsten Nacht zieht Karl dann schlussendlich doch ab. Mal sehen, wie lange die Belagerten auch ohne seine Anwesenheit in der Burg bleiben würden. Ich wollte gerade sagen, das wäre halt mega witzig, wenn der, keine Ahnung, auch so eine Konstruktion baut, die dann ab und zu an die Tür klopft. Guckst du mal, ob er noch da ist? Ich trau mich nicht. Oh, der ist bestimmt noch draußen. Es lass dich lieber drin bleiben. Wenn da so eine Belagerungsarmee vor deiner Burg hockt, ne, dann ist es relativ deutlich, wenn die heimgeht. Ne? Ja. Wenn jetzt aber da nur einer im Gebüsch hockt, dann weißt du halt nicht, ob der noch da ist oder nicht. Hier verdammten Franzosen. Hier schwülen Engländer. Karl eilt jetzt also nach Hause, packt ein paar Sachen ein und macht sich erstmal aus dem Staub. Erst spät am Vormittag des nächsten Tages verlassen einige Späher vorsichtig die Burg. Kurz darauf folgt der koordinierte Auszug, bei dem die Offiziere und Beamten, umringt von Förstern, Soldaten und Pferden, vorsichtig aus der Burg schleichen. Ey, also, das Dorf muss sich doch schlapp gelacht haben vor Ort. Die Dorfgemeinde beobachtet das lächerliche Theater mit äußerster Belustigung. Ja. Und auch das wäre ein klassisches Theaterstück gerade. Das klingt echt ziemlich amüsant, ehrlich gesagt. Ja. Du, ich glaube tatsächlich, jetzt so weit sind wir jetzt, glaube ich, dass ich sagen kann, über den gibt es nicht nur ein Theaterstück. Ja. Die Story von Karls Burgbelagerung verbreitet sich in Windeseile. Mhm. Auf gute wie auf schlechte Weise. Er wird überall in der Gegend jetzt als Volksheld gefeiert und überall in der Gegend hängen nun Steckbriefe von ihm. Mhm. Der Gesuchte beschließt, dass es besser sei, erst einmal für eine Weile unterzutauchen. Oh je, getrennt von seiner Liebsten. Seine Rückkehrversuche ins bürgerliche Leben sind jetzt erst einmal Geschichte. Mhm. Einige Monate später, im Februar 1796, gebärt Hanne Christiane einen toten Sohn. Mhm. In den Aufzeichnungen steht Karl Stülpner als Vater angegeben, dass er sich aber bei der Niederkunft nicht sehen lassen darf. Ich vermute, dass er bei dem insgesamt 3 Tage dauernden Geburtskampf sehr wohl zwischenzeitlich anwesend war. Also er ist untergetaucht, aber er war in der Nähe. Aber haben alle die Klappe gehalten? Das gehört sicherlich auch dazu. Also sicherlich wurde er auch nicht verpfiffen. Ja. In den kommenden Monaten arbeitet Karl weiter an seinem Ruf als Legende. Er hilft den Bauern, die angesichts des viel zu großen Wildbestands um ihre Ernten fürchten müssen. Er sammelt in allen Orten der Gegend Genossen um sich, mit denen er gemeinsam wildert. Und er schlägt seinen Verfolgern ein ums andere Mal ein Schnippchen. Also er wird jetzt schon wirklich auch aktiv gesucht. Ist nicht so wie vorhin. Das ist echt Robin Hood. Robin Hood, ja. Und dann kursieren auch noch andere Geschichten über ihn. Der frisst Kinder! Eines Nachts soll er einem Markt auf der Rückkehr von einem erfolgreichen Markttag im Wald von 2 Räubern aufgehalten worden sein. Einer der beiden stellt sich ihr als Karl Stülpner vor, dann fallen beide über das völlig verängstigte Mädel her. Oh Gott. Bis ein Schuss fällt und der echte Karl Stülpner die Sache beendet und das Gesindel in die Flucht schlägt. Mhm. I need a hero. Und dann will er noch nicht einmal eine Belohnung. Er will nur, dass die gute Frau die Wahrheit über ihn erzählt.
Also es kursieren wahnsinnig viele Geschichten, gute wie schlechte. Ja. Ein andermal schenkt er einem Mädchen, das ist jetzt völlig irrelevant, aber ich fand das Bild, das ich euch damit versetze, so schön. Das ist auch so eine Räuberpistole gerade. Ein andermal schenkt er einem Mädchen, das barfuß im Herbst die Kühe hütet und sich mit den nackten Füßen in einem Kuhfladen aufzuwärmen versucht, im Vorbeigehen eine Hirschzunge. Da steckt auch gar nicht mehr dahinter. Ich fand nur das Bild schön. Eine Hirschzunge. Ich habe einen Moment lang gedacht, was und eine, also für die Füße. Ich muss ein bisschen, glaube ich, mit meinen Schachtelsätzen aufzeigen. Aber es ist als Lebensmittel gedacht. Ja, ja. Es hat nichts mit den Füßen zu tun. Schreiben Sie doch wie Delikatesse. Ein Hai. Ich muss mehr schreiben wie ein Hai. Das ist nämlich viel zu spät, als dass ich meinem eigenen Geschreibsel folgen kann gerade. Karl ist ein Held bei den einfachen Leuten, überhaupt keine Frage, aber er ist einer der gesuchtesten Verbrecher seiner Zeit. Bei den komplizierten Leuten. Bei den was? Komplizierten Leuten? Ja. Ach so, ja, die einfachen Leute, die komplizierten. Okay. Ich bin eindeutig kompliziert. Es ist keine einfache Situation. Überall stehen ihm zwar die Türen offen, doch wer immer ihm hilft, macht sich strafbar. Mhm. Stülpner ist seinen Häschern dabei seltenst einen Schritt voraus, sondern meistens einen hinterher. Denn nirgendwo ist man sicherer als im Rücken seiner Verfolger. Also er bewegt sich in den Wäldern natürlich entsprechend ortskundig und immer wenn er irgendwie so einen Stoßtrupp, die offensichtlich nach ihm suchen, entdeckt, läuft er ihnen in gewissem Abstand hinterher. Eine Weile. So, das ist eigentlich gar nicht so dumm. Gegen den Wind, dann riechen sie mich nicht. Gegen den Wind. Einmal sitzt er in einem Gasthaus und lässt es sich gerade gut gehen. Essen, selbstgebrannter Schnaps, das volle Programm. Da ruft jemand draußen, Achtung, die Mehlsäcke kommen. Also Mehlsäcke ist so der Spitzname für die Uniformierten. Ja. Woraufhin Karl ganz gemütlich zu Ende ist, die Flasche Schnaps nimmt und sich in der Räucherkammer einsperren lässt. Er hat kurz aus dem Fenster geguckt und er kennt die beiden Soldaten und er weiß ganz genau, dass die nicht allzu genau hinsehen werden. Und das führt weiter noch zu dem, also was ist jetzt ja kein Problem, aber es weiter zu seiner Situation. Er hat sogar Freunde in den Reihen der Soldaten. Mhm. Also kann er eigentlich, hat er relativ große Freiheiten. Ja. Trotzdem ist das, was er tut, in der Zeit ziemlich beachtlich. Auch wenn nur die Hälfte der Erzählungen über ihn wahr ist, ja, und das andere eher in den Bereich Legendenbildung gehört, ist allein sein Netzwerk bemerkenswert. Denn allein das ganze geschossene Wild muss irgendwo verarbeitet und transportiert werden. In einer Zeit, wo Wild eigentlich ja nur von den Jägern irgendwie verteilt werden kann. Mhm. Und das Ganze komplett heimlich. Ja? Das, ich meine, das Volk, ja, für die ist es okay, die lagern das ein oder essen das gleich. Aber die Obrigkeit, wenn sowas entdeckt, muss handeln. Mhm. Karl nutzt Mühlen zum Beispiel als Zwischenlager, auch fahrende Händler als Mittelsmänner und er setzt auch auf andere Wilderer als Weggefährten und Helfer. Seine Ware bringt er an Bauern und Menschen in Not. Er versorgt große Hochzeitsfeiern. Außerdem beliefert er Ärzte und Apotheker. Er hält Geschäftsbeziehungen zu Büchsenmachern und Pulverherstellern, zu Schlossern und Waffenschmieden. Stell dir mal so ein Advertising vor. Ja, die Originalpulverpistole von XY. Ja, damit schießt auch Karl. Der Jürgen lächelt. Ja, nee, ich lächle einfach nur, weil ich es immer schön finde, wenn Philipp in so eine Idee abdriftet. All das hält ihn womöglich davon ab, ein echter Verbrecher zu werden. Denn Räuberbanden gibt es in der Zeit auch viele. Und an entsprechenden Angeboten an ihn mangelt es ganz sicher nicht. Schließlich verkehrt man ja schlussendlich doch irgendwie in denselben Kreisen. Mhm. Aber schon allein, um seinen Ruf zu wahren, tut er alles, um nicht mit dem Gesindel in einen Topf geworfen zu werden. So ziehen jetzt erstmal 5 Jahre ins Land, in denen Karl noch einmal Nachwuchs bekommt. Wow, also aber 5 Jahre hält dir das aus? Naja, er hat ja vorhin der Sohn, der hat es nur leider nicht überlebt. Ja, genau, aber er hat das sein erstes lebendes Kind. Genau, diesmal überlebt und es ist ein Mädchen. Und auch wieder mit ihr. Auch wieder mit seiner Hanne Christiane. Er arbeitet in der Zeit aber auch noch ganz viel weiter an seinem Ruf. Und deswegen, das haben wir jetzt schon geklärt. Er hat jetzt wirklich ein gewisses Standing. Ja? Yeah. Er ist jetzt eine Figur. Eine Hausnummer, der gute Mann. Die kann man nicht ignorieren und die kann man auch nicht so einfach über den Tisch ziehen. Ja. Trotzdem ist die Lage kritisch. Ja? Die Amtsinhaber und die Obrigkeit, die Beamten, die würden eigentlich gerne den Fall Karl Stülpner irgendwie mal zu den Akten legen, bevor er noch berühmter wird und damit eigentlich für den Arm des Gesetzes unerreichbar. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du den einfach verschwinden lassen kannst, ja, weil damit riskierst du halt dann einen Volksaufstand. Ja? Und jetzt kommt es dazu, dass man ihm im Jahr 1800 dieses Mal öffentlich Straffreiheit in Aussicht stellt, wenn er sich wieder bei den Musketieren meldet. Ui. Und man stellt ihm auch noch in Aussicht, dass er dann da relativ schnell wieder entlassen werden kann und hinterher als herrschaftlicher Förster vielleicht
angestellt werden könnte. Was tatsächlich ein vernünftiges Angebot ist. Das ist ein ordentliches Angebot. Like also, solange sie sich dran halten. Wie gesagt, so der erste Punkt ist relativ konkret, dann die anderen werden ein bisschen vager formuliert, aber es steht im Raum. Ja? Okay. Karl hat jetzt seine Lektion zwar gelernt und ist entsprechend vorsichtig, aber er weiß ganz genau, dass bei so einem öffentlichen Aufruf ist das Risiko, dass er jetzt so direkt betrogen und irgendwie weggesperrt wird, relativ kleines. Und er hat auch nicht viel andere Möglichkeiten. Jetzt rückt für Karl das ehrliche Familienleben zum ersten Mal seit langer Zeit wieder wirklich in Reichweite. Also, wenn Sie es ehrlich meinen. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, die hätten sonst tatsächlich wirklich einen Volksaufstand riskiert. Ah, ich wollte gerade sagen, wenn sie ihn dann doch irgendwie hinrichten oder so. Hm. Genau, damit hätten sie ihn halt endgültig zur Legende gemacht. Ja, so, ja. Ja. Und das hätte, glaube ich, dem allgemeinen Frieden nicht gut getan. Mhm. Verständlich. Also Karl stimmt zu und schreibt sich am 11. September 1800 erneut ins Chemnitzer Regiment ein. Da habe ich schon Übung drin. Und im Nichtlangbleiben auch. Kann er schon. Wieder ziehen 5 lange Jahre ins Land, ohne dass sich was ändert. Der Ortsrichter ist immer noch gegen die Ehe seiner Tochter mit dem Taugenichts und von Entlassung aus dem Regiment ist auch lange nicht mehr die Rede gewesen. Karl ist nun doch auf eine Art, und zwar auf eine ziemlich clevere, gefangen genommen. Also er steckt jetzt in der Situation fest und er kann eigentlich nichts tun und er ist aber außer Gefecht gesetzt. Ja, weil desertieren kann er nicht, dann verliert er alles. Ist ja auch rufmäßig nicht so toll. Und auf der anderen Seite, das ist aber auch echt übel, dass da der Richter immer noch gegen ist. Genau. Karl bekommt außerdem kaum Urlaub und dementsprechend sieht er seine Familie auch relativ wenig. Ja. Manchmal trifft er sich mit seiner Frau so auf halbem Weg zwischen Scharfenstein und ich weiß nicht, wo ist er stationiert, in Chemnitz, glaube ich. Und da ist aber auch nicht viel Zeit. Also ist einfach gerade ziemlich, ziemlich doof für ihn. Ja, aber ist ja auch irgendwie ein bisschen hart, wenn du den da im Regiment hast und alle kennen den vom Ruf her. Und dann ist so ein, ich hab gehört, du kannst auf 300 Meter einen Bären erschießen, da mach mal. Und so, ist doch nicht realistisch, das war ich doch gar nicht. Ja. Da leidet ja tatsächlich dieser Legendenruf dann an der Realität. Außer er ist wirklich so gut. Nee, du hast vollkommen recht, das ist ein interessanter Punkt, ja. Das kam jetzt in seiner Biografie zumindest gar nicht zum Tragen. Also willst du ja gar nicht hinterfragen. Also die Soldaten sind ja auch normale Männer, je nachdem wie die Stimmung da ist, weiß ja nicht. Die wollen ihn ja vielleicht gar nicht anzweifeln. Aber also er hat unter seinen Kameraden hat ein ziemlich gutes Standing. Also er ist verlässlich, er ist integer, er ist gut, er ist belastbar, er ist treffsicher und so. Wobei, will man in seinen Reihen haben eigentlich. Der hat ja auch schon ein paar Jahre inzwischen auf dem Buckel. Also der Allerfrischeste ist er jetzt auch nicht mehr. Der hat schon ein paar Jahre gedient, ja. Und jetzt ist auch die Zeit, wo in Frankreich so langsam ein Kleinwüchsiger sich regt. Ihr kennt ihn vielleicht. Napoleon Bonaparte. Napoleon, danke. Der war doch gar nicht kleinwüchsig. Der war gar nicht kleinwüchsig. Ja, das ist richtig. Und obwohl Karl jetzt in den für Preußen und Sachsen tragischen Schlachten, wie zum Beispiel Jena oder Auerstedt kämpft, bleibt sein Motto einmal mehr wahr. Ihr erinnert euch? Mich schießt keiner tot. Mhm. Karl hat sich freiwillig für die Scharfschützen gemeldet und sich als solcher vor allem durch Überleben als weniger durch Töten ausgezeichnet. Mhm. Die Schwiegereltern in Spee hatten indes aber gehofft, dass ihn das Schicksal ereilt wie viele seiner Kameraden. Aber, Pustekuchen, Karl kehrt nach. Was haben denn die Schwiegereltern gegen ihn? Na gut, ich glaube, er hat halt keinen Stand, den man sich wünscht als Richter. Aber das sind doch die Eltern von Hanne Christiane. Ja. Aber die haben doch schon Schnickschnack und Kind. Die haben doch schon Schnickschnack und Kind? Ja. Ja, aber die sind ja nicht verheiratet. Also ich sage ja in Spee. Die Schwiegereltern in die Spee. Die hoffen ja immer noch, dass vielleicht ein uneheliches Kind wäre ihnen immer noch lieber, als dass sie heiraten. Ja, vielleicht kommt hier doch ein Adeliger und hält um die Hand der Tochter an. Ich meine, das ist der Ortsrichter. Ja? Mhm. Und er ist der größte Verbrecher in der Zeit. Also ich meine, das ist jetzt nicht so schwer, sich das auszumalen. Dass die klingt auch wie eine Sitcom. Dass die da vielleicht nicht voll in Flamme sind. Jahre Intro. Es ist der... Wer ist hier der Jäger? War ich das etwa? Oh nein. Karl kehrt nach einer kurzen Gefangennahme und fast sofortiger Flucht unbeschadet aus dem Krieg zurück. Aber er hat die Schnauze jetzt endgültig voll. Er ist 45 und sieht ein, dass man ihn einmal mehr hingehalten hat. Er glaubt weder an seine Entlassung noch an die Försterstelle und so desertiert er im Jahr 1807 zum 4. Mal in seinem Leben von der Armee. Dass die sich aber da auch noch drüber wundern, so, ne? Er packt jetzt seine beiden Damen ein und zieht in einer Nacht- und Nebelaktion nach Böhmen. Ja. Dort
pachtet er einen Gasthof und hält seine Familie mit ehrlicher Arbeit, aber auch einmal mehr mit Wilderei über Wasser. Zum Jagdhorn. Böhmen hatten wir doch, ich habe doch vorhin schon gesungen, in Böhmen spielt die Musik, aus Böhmen kommt die Musik. Mhm. Ja, er war zwischenzeitlich mal irgendwie in Böhmen, aber, ah ja, aber jetzt er ist ja immer wieder zurück nach Scharfenstein. Also nach an die Schopau. Ja, Schopau. Schrecklicher Name, dieser Fluss. Also, er hat jetzt eine Wirtschaft und er wittert aber trotzdem, klar. Im selben Jahr stirbt jetzt seine Mutter, die ist 89 Jahre alt geworden. Und die hat er kurz zuvor noch heimlich besucht. Und ich glaube auch, ihr Grab besucht er ab und zu heimlich. Also in Scharfenstein braucht er sich jetzt nicht unbedingt blicken lassen, aber da er sich ja ganz gut auskennt und heimliche Schleichwege und so sind ja genau sein Ding, war er da regelmäßig trotzdem noch zu Besuch. Die Sache mit der Heirat lässt sich jetzt aber immer noch nicht so richtig einrichten. Zumindest bis kurze Zeit später Johanne Christianes Mutter stirbt und sich der Vater wenige Tage darauf das Leben nimmt. Mhm. Der Streit um die Tochter hatte deren Ehe fast zerbrochen und der Tod hat sie dann endgültig wieder zusammengebracht. War das so ein, die Mutter sagt irgendwann, jetzt hat sie doch ein Kind, lass sie, oder? Ich glaube schon. Männlicher Stolz. Ich glaube schon. Und dann Männer. Genau, aber das hat die dann irgendwie trotzdem noch zusammengehalten und als dann die Frau gestorben ist, hat er das dann einfach nicht mehr verkraftet. Ich wollte gerade sagen, wie ist denn das? Muss der Vater zustimmen und wenn der nicht mehr lebt, darf die Tochter selbst entscheiden? Na, wenn er nicht mehr lebt, schon. Oder gibt es denn immer noch so ein, wie heißt es, ein Leumund? Naja, die ist ja volljährig, also ich meine. Naja. Irgendwann ist auch mal Schluss. Ja, irgendwann ist auch mal gut. Naja gut, mit Rechte der Frauen schaut es halt zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so rosig aus. Ja, aber, ja, aber also, sie ist ja jetzt auch nicht gerade mehr bestes Heiratsmaterial. Also, weißt du, meinst, wenn sie schon angeschlagen. Ja. Jetzt warte mal noch den nächsten Absatz kurz ab. Es ist ja nämlich auch so, dass den Richter Wolf, dass der in Scharfenstein dafür eigentlich nicht viele, also mit seiner Meinung nicht viele Freunde gefunden hat. Ja, die waren ja alle auf der Seite von Karl und jetzt, wo er tot ist, will ihn niemand beerdigen. Alle stehen ganz offen auf der Seite der Liebe und sehen in dem Verstorbenen denjenigen, der ihr jahrelang im Weg gestanden hat. Es ist will ihn keine beerdigen. Genau, keiner will ihn. Wow, wie bitter das ist. Schöpfing hat. Es ist überliefert, dass Karl und seine Frau sofort aus Böhmen in die Heimat aufbrechen, als sie vom Tod erfahren. Es ist aber nicht überliefert, wie der Richter letztendlich unter die Erde kommt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt noch die beiden quasi sogar managen. Ja. Trotzdem noch aus Pflichtgefühl. Weil er ist ja trotzdem loyal. Also eigentlich ist er ein feiner Kerl. Ja, und ich meine, die Tochter will das ja auch. Von daher. Die Tochter hat vielleicht auch, das weiß ich nicht so genau, wie das Verhältnis von ihr zu ihrem Vater ist, weißt du, wie sie mit dem Ganzen umgeht. Aber sie hat ja noch bei ihren Eltern gelebt. Weil genau, also sie ist ja auch nicht vorher schon abgehauen. Genau. Sie ist aber trotzdem offiziell enterbt worden. Ihre Brüder teilen aber den Nachlass gerecht mit ihr. Das finde ich auch einen ganz schönen Gedanken. Also selbst die Brüder waren eigentlich der Meinung, dass der Vater da ein bisschen übertrieben hat. Ich glaube, dass er vielleicht sogar irgendwann selber der Meinung war, und dass er aber ein bisschen so auch in seinem war, draußen. Naja, und in seinem Amt auch gefangen war, so ein Stück weit. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, naja, gut, ich drehe es mal in die andere Richtung. Vielleicht ist ja auch die Meinung der Brüder gar nicht ein, ja, der ist eigentlich in Ordnung, sondern damit es ihr nicht noch schlechter geht, überlassen wir ihr auch einen Teil. Du hast eh schon schlecht genug, du hast so ein Stück nur an der Backe. Naja. Musst den ganzen Tag Rehbraten essen, armes Kind. Schmalt. Also, mit dem Startkapital können Karl und seine Liebste nun endlich eine richtige Familie beginnen und tun das auch, nur eben nicht in ihrer Heimat, wo er immer noch als Deserteur gesucht wird. Ich hoffe, es gibt keinen bösen Twist. Darf man auch nicht vergessen. Das Blatt wendet sich. No. Wieso? Zum Guten? Ja, als es 1813 einen Generalerlass gibt. Hey! Woraufhin Karl und seine Familie wieder nach Scharfenstein zurückkehren. Aber es herrscht immer noch Krieg. Die Österreicher ziehen über Sachsen gegen Napoleon und werden dort vernichtend geschlagen. Mhm. Fast gleichzeitig marodieren aus dem Osten kommende Kosakenverbände durchs Land und plündern, was das Zeug hält. Es ist einmal mehr Zeit für einen Helden. Als die Kosaken Scharfenstein erreichen, ey, in dem Alter immer noch so aufzudrehen, wird sofort nach Karl geschickt, der mit größtmöglicher Gelassenheit ein paar Bauern mit Pflegen und Gewehren ausrüstet und die Wilden in einen Hinterhalt lockt. Nach einer kräftigen Abreibung nimmt er ihnen die frisch zusammengesammelte Beute wieder ab und vertreibt sie aus der Gegend. So oder so ähnlich wird er es rund um Scharfenstein ein paar Mal tun. Einmal mehr rettet Super Karl den Tag. Super Karl. Here I come to save the day. Am 31. Mai 1820 stirbt Karls Ehefrau,
was ihn wieder ein wenig unstet werden lässt. Kleiner Downer. Er beginnt erneut durch die Lande zu reisen, erzählt überall seine Wilderer- und Kriegsgeschichten und lässt sich im Gegenzug beherbergen und bewirten. Hat er ja schon geübt, ne? Bis er auf einen Herrn namens Karl Heinrich Wilhelm Schönberg trifft. Kurze Frage, was ist mit seiner Tochter zu dem Zeitpunkt? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube 1820 ist die schon ziemlich erwachsen. Okay. Die ist vielleicht auch schon unter Dach und Fach. Ja, ja, wir sind jetzt relativ schnell durch die Jahre gesprungen. Also die ist da, glaube ich, schon groß. Okay. Jetzt habe ich den Faden verloren, ich war mitten in meinem Satz. Er traf jemanden. Du Schurke. Genau, du Schift. Er traf jemanden, der auch wieder Karl heißt. Also irgendwie die Karls verfolgen uns hier. Karl! Er heißt Karl Heinrich Wilhelm Schönberg und das ist einer, der besonders interessiert an seinen Geschichten zuhört. Denn kurz darauf hat Schönberg auch schon Karls Biografie niedergeschrieben und erfolgreich an einen Drucker verkauft. Und so kommt es dann, dass der alternde, recht abgehalftete, kurzsichtig gewordene 73-jährige Karl im Jahr 1835 in Leipzig steht und wie ein Marktschreier seine Biografie anpreist. Absurd! Hört her, ich bin awesome. So ungefähr. Und ich meine, Leipzig ist ja die Bücherstadt damals schon gewesen. Und jetzt versucht er da auf dem Marktplatz sein Buch loszuwerden. Das ruft jetzt aber die Gendarmerie auf den Plan, die in Ermangelung einer Konzession keine andere Möglichkeit hat, Karl erstmal zu verhaften. Er wird jetzt kurze Zeit später wieder auf freiem Fuß gesetzt und aus der Stadt gejagt, aber seine Bücher werden erstmal konfisziert und etwas genauer unter die Lupe genommen. Und da möchte ich euch mal folgenden Absatz vorlesen. Die genaue zensorische Überprüfung durch die Leipziger Behörde ergab, dass diese Lebensbeschreibung in dem Bann so viele Verirrungen ihrer Helden beschönigenden und entschuldigenden und sie gewissermaßen als Opfer der politischen Einrichtungen und der Zivilisation darstellenden Räubergeschichten abgefasst worden sei und deshalb eine besonders für die Jugend gefährliche Lektüre werden könne. Jugendverderbend. Also es war jetzt relativ, das ist noch komplizierter als meine Schachtelsätze, aber daraus kann man rauslesen, das Buch wird jetzt erstmal verboten. Ja. Und es wird erst wieder im Jahr 1973 nachgedruckt. 73 erst? 1973. 1973. Also das sind mal schlappe 150 Jahre später. Boah. Okay. Der Halbblinde, also das mit dem, die Story an der Stelle ist, oder der Fakt an der Stelle ist, er verdient erstmal nichts mit seinem Buch. Vielleicht an der Stelle. Der halbblinde, teils lahme Karl tappt wieder zurück nach Scharfenstein, wo er noch ein Kind zeugt. Nicht in dem Alter. Mit wem? Mit einer anderen. Dann eine Weile zwangs. Ja gut, wäre auch jetzt schwierig gerade mit. Du, hat man auch schon. Fange ich da wieder an. Dann eine Weile zwangsbetreut wird, und also so betreutes Wohnen im Alter quasi, und anschließend wieder auf Wanderschaft geht. Teile des Geldes, das er für eine Operation seines grauen Stars bekommen hat. Vertrinkt er? Soll er versoffen haben? Möchtest du den Satz noch weiter fortsetzen? Wenn du es schon so gut bist im Raten kommen, wie geht's weiter? Aber er bekommt, weil er so diesen Legendenstatus hat, die OP für Umme. Nein, aber er hat nur Teile des Geldes versoffen, also wird nur eines seiner beiden Augen operiert. Ach, Mann. Ja, ist so. Am 24. September 1841 findet man Karl zusammengebrochen am Aufstieg zum Burgberg, nur wenige Meter von seinem Geburtshaus entfernt. Mm. Offiziell stirbt er an Entkräftung. Der Weg ist heute noch nach ihm benannt. Wie seit dem Jahr 2000 übrigens auch ein Planetoid. 1973 wird sein Leben in einem DDR-Siebenteiler verfilmt, mit Manfred Krug in der Hauptrolle. Nein, wie geil, Manfred Krug. Wow. Und mit einem mega jungen Manfred Krug. Also ist ja geil. Kann man mal auf YouTube mal reingucken. Ich packe einen Link in die Shownotes. Ja. Und die Geschichten über Stülpner Karl kursieren in der Gegend heute noch. Und auch wenn vieles davon natürlich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte bunt ausgeschmückt wurde, gibt es noch so ein paar Dinge, die einfach schöne Gedanken sind. Zum Beispiel spielen die Kinder angeblich in Groß-Oberstdorf heute nicht Räuber und Gendarm, sondern Stülpner und Förster. Oh, schön. Wobei sich meistens kein Freiwilliger für den Förster findet. Ich will auch Stülpner sein. Aber du warst letzte Woche schon Stülpner. Aber meine andere Frage, ist denn wirklich nachweislich belegt, diese ganzen Sachen? Oder, ich meine, ein paar Eckpunkte, sowas wie die Dissertation und Ähnliches. Da kann man ja sicherlich Militärakten und Ähnliches Einsicht nehmen. Aber beim Rest?
Also ich habe, genau, das ist natürlich schwierig, aus der Zeit wirklich hart belegbare Fakten zu finden. Es gibt viele, sowas wie Geburtsregister, Heiratsregister, ja, da stehen Dinge drin. Es gibt diese Regimentslisten und so weiter, da steht vieles drin. Das meiste von dem, was ich erzählt habe, ist belegbar auf irgendeine Art und Weise. Ich habe diesmal nicht die Biografie von dem Karl-Heinrich Schönberg, glaube ich, hieß er, gelesen, sondern eine, auch so eine, so eine, ein Buch über diese Biografie, wo quasi nochmal einer den Quellencheck macht. Ja. Ah. Also es ist, das meiste davon ist in irgendeiner Form belegbar, aber vieles natürlich mit großem Interpretationsspielraum. Na klar. Und tatsächlich ist über viele quasi Iterationen dieser Bücher sind dann immer wieder Leute auf den Plan getreten, die gesagt haben, ach, ich habe da auch noch so eine Geschichte, und so wurde es dann auch immer weiter ausgeschmückt. Ja, 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 ja. Und davon ist halt auch jetzt nicht alles so wirklich eins zu eins belegbar. Aber ich habe versucht, mich auf die Dinge zu beschränken, die in irgendeiner Form als wahr gelten. Mhm. Und ich habe ja auch irgendwo mal gesagt, es ist nicht viel bekannt in der Zeit und so. Es gibt dann schon auch Stellen in seinem Leben, wo man einfach nicht Aber glaubt, so diese Burgbelagerung genau hat auf jeden Fall stattgefunden. Ob das jetzt dann wirklich genau 3 Dutzend Leute waren, die da in der Burg saßen. Selbst wenn es nur 5 waren, ist ja eigentlich eine geile Story, was? Ja. Also es gibt auf dieser Burg ein Karl-Stübner-Museum und ich bin wirklich gewillt, da mal hinzufahren. Wie weit ist das weg? Nein, es ist im Erzgebirge, das ist jetzt nicht so wahnsinnig weit. Ja, also das auch. Halt, vielleicht kann uns eine Hörerin oder ein Hörer ein Foto von vor Ort machen oder so einen Ausflug dahin. Vielleicht wohnt ja jemand direkt dort. Vielleicht lädt uns mal jemand ein, das ist schön. Oh ja. Auch das? Das wäre auch schön. Ich habe hier noch ein paar, ihr wisst ja, ich rede gern weiter, wenn wir eigentlich schon längst durch sind. Sehr gut. Weil du vorhin das Wort Robin Hood fallen hast, den Namen Robin Hood. Das ist, natürlich ist es, irgendwie erinnert sehr stark die Story an Robin Hood. Und ich habe mir mal noch die Mühe gemacht und habe noch ein bisschen recherchiert, ob es nicht so andere ähnliche Geschichten vielleicht gibt, die auch echt passiert sind, wo man auch sich denken könnte, Mensch, ist das nicht irgendwie Robin Hood? Und da möchte ich euch mal ein paar, noch kurz, ganz kurz. Und dann erzählst du uns bitte noch, wie du aufs Thema gekommen bist. Ich weiß nicht, gar nicht, ob ich das kann. Ich kann es nicht. Ein Engel ist mir erschienen in der Nacht. Ich weiß gar nicht, ich weiß es wirklich nicht. Aber ich habe Jäger hat mir seine Büchse gezeigt. Vieles habe ich zum Beispiel aus so einem Geschichtsforum rausgefischt auch, oder auch viele Literaturhinweise. Es gibt tatsächlich relativ viele Bücher über ihn. Ah ja. Da ist mir einiges begegnet. Aber wie ich initial drauf kam, kann ich dir gar nicht mehr genau. Okay. Ich habe von dem guten Herrn auf jeden Fall noch nie gehört. Den kennt man nicht, aber der ist in der Gegend wirklich ein Volksheld. Also den, auch da gerne könnt ihr mich Lügen strafen, wenn es nicht so ist, aber wenn jemand aus der Gegend irgendwie ist, der kann mir mal erzählen, wie Karl Stülpner da, was der für einen Status hat in seiner Hood. Ich schlieb den. In seiner Hood, ja, und da wären wir schon wieder bei Robin Hood. Vielleicht wisst ihr auch. Boah, Übergänge aus der Hölle. Gar nicht so genau, wer Robin Hood eigentlich ist. Vielleicht müssen wir da auch mal kurz einsetzen noch. Doch, ich habe hier Conquest of the Longbows gespielt von Sierra. Also, dann erzähl mir mal alles, was du über Robin Hood weißt. Richtig, im 13. Jahrhundert in England war das ein gebräuchlicher Begriff für Gesetzesbrecher jeglicher Couleur. Ach, Schmarrn. Das war jetzt in erster Instanz gar keine wirkliche Person, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich mittlerweile Common Knowledge, dass das ein Mythos ist, der auf vielen Wurzeln beruht. Aber ursprünglich war es mal das Wort für Gesetzesbrecher. Und Vogelfreier. Genau, die Geschichten um den Rächer der Armen und so, das kam alles sehr viel später. Und der früheste Hinweis, dass diese Geschichten wirklich existieren, findet man in Balladen und Gedichten um das Jahr 1377 zum ersten Mal. Und wirklich in Fahrt kommt das Thema erst im späten Mittelalter, also nochmal gut 100 Jahre später, wo Robin Hood dann tatsächlich auch schon die meisten der Charakterzüge hat, die wir heute ihm so zuschreiben. Der ehrbare Typ hier, der sich mit seiner Bande im Wald versteckt und es den Reichen, Bogenschießen, genau, es den Reichen gerissen, nimmt und den Armen gibt. Und clever. Die erste Verfilmung gab es, wollt ihr raten? 1937. Nee. 27. Nee, älter. Ja, so 27. 1920, hätte ich gesagt. 1912. Oh, gar nicht schlecht. Gab es einen Stummfilm. Und es gibt lustigerweise einen Index, der die Einkommensgleichverteilung beschreibt. Und der hat mehrere Namen und unter anderem nennt man den auch den Robin Hood Index. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Ja, okay. Also viel mehr will ich euch zu Robin Hood gar nicht sagen, weil das meiste ist ja, das kennt man ja dann aus den modernen Verfilmungen und das ist gar nicht. Wenn man realistische Filme schauen will, dann die Disney-Verfilmung. Unbedingt. Also da hat sich gar nicht so viel über die Jahrhunderte dann dazu entwickelt. Also die Basics sind relativ alt. Übrigens wusstest du, dass die Anfangsmelodie von dem
Robin Hood-Film von Disney. The Hamster Dance. Genau, wenn du das schnell abspielst, ist es dieser The Hamster Dance. Ach, spannend, echt, okay. Mhm. Nee, keine Ahnung. Jetzt weißt du es. Es gibt einen Herrn, der heißt Matthias Klostermeier. Der ist 1736 geboren und ist sowas wie der bayerische, die bayerische Version von Karl Stübner. Den nennt man auch den Hirsel. Der Hirsel. Und der wäre eigentlich auch eine schöne Geschichte gewesen, aber bei dem war die Quellenlage nicht ganz so gut. Deswegen habe ich mich dann für Karl Stübner entschieden. Außerdem hatte ich da das Buch schon fast durch, bevor ich den Hirsel gefunden hatte. Und der ist insgesamt etwas brutaler unterwegs. Der überfällt schon auch mal eine Amtsstube und erpresst Steuergelder, um dann auch tatsächlich seine Beute an die Bevölkerung zu verteilen. Die Vorziehzaum. Und bei dem ist es aber so, dass es auch ein paar Verletzte gibt und vielleicht auch den einen oder anderen toten Unschuldigen, der auf sein Konto geht, weswegen der Hirsel am Ende dann öffentlich erdrosselt, dann zertrümmert, dann noch geköpft und am Ende noch gevierteilt wird. Vor allem. Aber, also das macht Moment, der hatte das Motto, ich schieß euch alle tot. Ja, nee, man hat es, glaube ich, ganz so genau genommen bei seiner Hinrichtung, weil auch er angeblich kugelfest gewesen sein soll. Ah, ja, also mich schießt keiner tot, deswegen haben sie ihn tot geschlagen. Man wollte wirklich und erdrosselt. Eine ganz, ganz spannende Theorie, zählt auch William Wallace zu einer der Robin Hood, wie soll ich sagen, Robin Hood-Varianten. Ja? Mhm. Also und auch, ja, man kennt ihn, ja, klar. Schottischer Freiheitskämpfer, bekannt durch Mel Gibson. Verfilmung Braveheart. Also der William Wallace, der am Ende von Braveheart mit raushängendem Gedärmen ruft, Freiheit! Der Autor vom historischen Roman Jack White stellt die steile These auf, dass der schottische Freiheitskämpfer des 13. Jahrhunderts, also ich meine, die Figur gab's ja wirklich, tatsächlich die Urinspiration für die Figur des Robin Hood gewesen sein soll. Hm, er stützt seine Erkenntnisse auf folgende Umstände. Erstens. Auf dem Wappen Wallaces ist ein Bogen zu sehen. Zweitens. Auch Wallace hat sich auf der Flucht vor dem Gesetz im Wald versteckt. Drittens. Seine Frau, die von einem englischen Sheriff ermordet wurde, hieß Mirren. Das ist schottisch für Marian. Marian. Viertens. Weitere Schlüsse überlasse ich euch. Okay. Also ist ja schon ziemlich naheliegend eigentlich, ne? Okay. Gerade der Bogen auf dem Wappen, hallo. Na, ist gar nicht so. Also klingt schräg die Theorie, aber ist gar nicht so weit hergeholt. Wenn jemand im 18. Jahrhundert durch die Wälder der Slowakei reiste, dem konnte es passieren, dass er folgenden Satz hörte. Stopp! Deine Seele gehört Gott und dein Geld gehört mir. Die sprechen Deutsch? Dieser Spruch war das Markenzeichen von Juraj Janosik, der mit seiner 30 Mann starken Bande wenige Jahre lang bei unserem Nachbarn im Osten aktiv war. Er hat in kurzer Zeit große Reichtümer angehäuft, indem er die Reichen überfiel, wobei die Anwendung von Gewalt in der Gruppe streng verboten war. Teile seines Vermögens gab er der armen Bevölkerung, bis er dann gefasst wurde und an einem Haken in der Seite aufgehängt. Aber wie kann man denn über jemanden überfallen ohne die Anwendung von Gewalt? Ich muss doch zumindest. Eine Androhung von Gewalt. Ja, Androhung ist was anderes. Aber wenn einer quasi den Bluff gecallt hätte, dann. Ja. Ja, gut, aber guck dir auch an. Würdest du jetzt sagen, Robin Hood war gewaltfrei? Weil da kommt es jetzt auch wieder auf die Mythologie an. Es gibt viele Filme, da schießt immer nur allen, ich sag mal, die Waffe aus der Hand. Hm. Und um jetzt wieder das Sierra-Spiel als Beispiel für eine Erzählung zu nehmen, da schießt du einfach ganz schön viele Soldaten auch einfach tot. Weil der eine hält halt eine Frau, die ihre Steuern nicht zahlen kann, ein Schwert an die Kehle und sagt, komm noch einen Schritt näher und ich stech die ab. Und die sagt halt, Hilfe, Hilfe. Und wenn du das nicht tust, dann bringt er die halt um. Und die einzige Chance ist, ja, benutze Bogen mit Soldat und dann macht's drrr und der Soldat ist weg. Okay. Ja, also ich glaube, der Grad ist schmal, ja, zwischen Androhung und Anwendung von Gewalt, aber ich habe da immer so diese Helden in Strumpfhosen Gewalt vor Augen, ja. So diese charmante, fröhliche Art von Gewalt, die gar nicht so gewalttätig ist. Ja, es ist ja auch sozusagen die Idee dahinter immer eher, dass die Gewalt in dem Moment das Ultima Ratio ist. Also wirklich nicht, dass man sagt, wir gehen da jetzt hin, überfallen die, schießen die tot, weil dann können sie nicht reden, sondern in der Erzählung will man ja eher, dass die dann sagen, okay, wir bedrohen die, nehmen ihnen die Sachen weg, keine Ahnung, verbinden ihnen die Augen und setzen sie im Wald aus, naja, sodass sie problemlos wieder heimkommen. Ich glaube, dass ja viele Verbrecher dann so an so eine Sache rangehen, nicht mit dem Vorhaben, Gewalt anzuwenden, sondern das dann quasi in letzter Instanz als Selbstverteidigung anwenden. So, ja, wenn die Kacke so eskaliert, dass du nicht mehr anders kannst. Halt. Naja. Yeah.
Also vielleicht wobei, das wird die Bankräuber heute auch machen, die Argumentation. Ja, ja, sag ich ja. Ich glaube, dass das sogar relativ üblich ist. Ja. Nur bei den meisten kommt es halt nicht so weit und die haben dann den Ruf, keine Gewalt angewendet. Aber der Typ ist in Slowakei auf jeden Fall auch bekannt. Der ist auch bekannt. Okay. Der war jetzt nicht so arg lange aktiv, aber der ist auch bekannt. Wir haben noch einen Japaner. Das kann jetzt nur schief gehen. Nakamura Jiro Kishi. Bilde ich mir ein, dass ich schon mal gehört hätte. Der ist auch ziemlich bekannt. Mhm. Der Typ, dessen Namen ich nicht nochmal aussprechen will, war Anfang des 19. Jahrhunderts japanischer Feuerwehrmann am Tag und erfolgreicher Meisterdieb bei Nacht. Seinen Spitznamen Rattenjunge soll er erhalten haben, weil er bei jedem Einbruch einen Sack Ratten dabei hatte. Die hat er dann freigelassen, um die Bewohner des jeweiligen Objekts abzulenken. Nach dem Motto, ach, das sind nur die Ratten, die ich da höre. Ah, ganz schön clever. Clever. Der Nakamura-Rattenjunge wurde zum Volkshelden, weil er das absurde Vermögen, das er in insgesamt 15 aktiven Jahren aus über 100 Samurai-Häusern gemopst hatte, vermutlich an Arme verteilt hat. Vermutlich an der Stelle, weil man weiß es einfach nicht, man hat die Kohle einfach nur nie gefunden. Aber die ganzen Ratten. Die Ratten und ihn auch. Ihn hat man gefunden, an ein Pferd gebunden, in einer Parade durch die Stadt gezerrt und schlussendlich geköpft. Witzig, viele der Diebstähle hat er dann am Ende zugegeben, also als er geschnappt wurde, die wurden nie gemeldet, weil die Samurai so stolz waren und sich ihre mangelnden Sicherheitsvorkehrungen so geschämt haben, dass sie das überhaupt nicht Das klingt nach Japan. Wobei, auf der anderen Seite, da einfach noch zu behaupten, dass das und das und das und das überall geklappt hat und noch laute Schuld auf dich zu nehmen von Sachen, die du nicht gemacht hast, ist dann auch schon egal. Genau, einfach nochmal geil abtreten. Zwei habe ich noch. Hey. Einer davon ist Scotty Smith. Geboren 1845 in Schottland, brachte es George St. Ledger Gordon Lennox, Künstlername Scotty Smith. Das ist auch naheliegend, wenn er aus Schottland kommt. Er brachte es in Südafrika zu einiger Berühmtheit. Zum einen, weil er als Pferdedieb und Ausbrecher für Aufsehen sorgte. Zum anderen, weil er bevorzugt Witwen und einsamen Frauen großzügig an seiner von Reichen zusammengeklauten Beute teilhaben ließ. Mhm. Einmal soll er einem Freund angeboten haben, dass er ihn ruhig verpfeifen könne, um das Kopfgeld für Scotty zu kassieren. Er bricht dann eh wieder aus. Er würde dann einfach wieder ausbrechen. Cooler Typ. Und dann haben wir noch Leonarda Emilia. Eine Frau? Als Leonardas französischer Liebhaber in Mexiko hingerichtet wird, obwohl sie lange für seine Unschuld gekämpft hat, schwört sie Rache. Als La Carambada war sie eine der wenigen weiblichen mexikanischen Outlaws. Und sie hat sich regelmäßig als Mann verkleidet und Reisende überfallen. Dabei hat sie dann jedes Mal ihre Brüste rausgeholt, um die Beraubten zu verspotten. Okay, bis zu dem Zeitpunkt hätte ich jetzt gesagt, wäre ein cooler Film. Jetzt ist es ein richtig cooler Film. Oh Gott. Der Spott und der Terror sollen ihr Lohn genug gewesen sein. Ja. Das geraubte Geld hat sie an die Armen verteilt. Ja. Aber ich sag mal, dann, also ich verstehe den Move total, weil das ist halt echt so ein. Ja, es ist so ein bisschen lange Nase, so. Ja, ja. Ich hab Möpse. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Feminismus-Ding. Ich find's witzig, aber ich. Es ist halt echt bemerkenswert, dass eine Frau ist in den Zeiten. Also. Naja. So. Wobei ich neulich gelesen habe, dass der erfolgreichste Pirat der Welt war eine Frau. Das war neulich tatsächlich auf Reddit. Und die ist sogar in Rente gegangen irgendwann. Die musste eine enorme Flotte gehabt haben, mit 300 Schiffe oder so. Es gibt mehrere Podcasts über das Leben als Piraten. Auch sehr cool, viele englischsprachige. Und da wird auch teilweise erklärt, wie das mit dem Geld funktioniert und dass das gar nicht so sehr irgendwie nur so haut drauf Leute waren, sondern auch so Familienleute und da auch etliche wohl in Rente gegangen sind, dass es gar nicht so krass war. Hm. Ich meine, heute hat man natürlich dieses Bild vom Piratenfilm im Kopf von, ja, wir nehmen das ganze Geld, vergraben es irgendwo und sterben eigentlich mit dem Säbel und dem Rum in der Also Hand. Eigentlich habe ich nicht wirklich Piratenfilme vor. Ich habe schon ein Foto. Der Philipp hat nämlich heute wieder ein ganz tolles T-Shirt an von Monkey Island, Guybrush Threepwood. You fight like a dairy farmer. Ich habe auch Piraten auf meinem T-Shirt. Oh, stimmt, Alestorm. Eine höchst spaßige Band, die wir im Hirsch in Nürnberg sehen durften. We are here to drink your beer. Ja. Wir sollten mal eine Folge über Piraten machen. Ja. Jarr. Wann ist Talk Like a Pirate Day? Jarr. Müssen wir mal nachschauen. Wahrscheinlich im März. Oder im April. Da wird tatsächlich ein relativ peinliches Video letztes Jahr auf Arbeit gemacht. Das schicke ich dir mal. Oh, ich bin gespannt. Ja. Danke, Jürgen.
Super. Gern geschehen. Hat mega Spaß gemacht, der Typ. Ja, vor allen Dingen auch mal wieder ein äußerst sympathischer Mensch, der nicht völlig geisteskrank war. Es war ein etwas anderer Karl als das letzte Mal. Ja. Aber du warst ja nicht so sicher lange Zeit. Und das nächste Mal Karl der Käfer. Karl der Käfer wurde nicht gefragt. Man hat ihn einfach fort. Jetzt fällt mir wieder ein, warum ihr wieder so ewig dahin redet. Das sagst du auch jedes einzelne Mal. Das ist so ein schlechter Running Gag. Das ist überhaupt kein Gag, das ist mein voller Ernst. Es ist also deinem Unvermögen nachzusehen, dass wir diese Folge auf bekannte alte Art und Weise beenden. Ich muss noch eine Richtigstellung machen. Wir haben das letzte Mal davon gesprochen, dass wir für den Grimme Award nominiert waren. Das war natürlich völliger Quatsch. Wir waren nur vorgeschlagen für den Grimme Award. Ja. Ja. Das möchte ich an der Stelle nochmal gesagt haben. Aber es muss uns jeder anhören anscheinend erstmal. Ja, ist voll gut. Wir haben neue Hörer aus der Grimme-Kommission. Hallo Grimmes. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch ihr einen tollen Vorschlag habt für eine Story, schickt sie Jürgen. Guckt einfach auf die Homepage auf das-a.ch. Vielen Dank und tschüss sagen. Jürgen, Dominik und Philipp. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö, Menü. 5 Sterne bei iTunes. Und das war A, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Club ist halt App.